einen wunderschönen guten Abend miteinander. Ja, wir haben Sonntag, wir haben ja, 19 Uhr, heißt tatsächlich Prime League bei TUG Evolution. In der Regel, wir starten sonst ein bisschen früher, heute sind wir mal ein bisschen später dran. Aber an meiner Seite zuallererst ist mein allerbester, gajutster Matze. Schön, dass du heute wieder an meiner Seite bist. Ich freue mich tatsächlich fürs erste Mal vom Split hier zu sein. Deswegen, ich bin hyped. Spannend, also vom Namen her spannendes Game, TOG gegen All for One. Hatten wir jetzt, glaube ich, das ein oder andere Mal in der Vergangenheit. Ausgangssituation normal ist ein bisschen anders. Diesmal der ganz klare Tabellenführer gegen das Evo, was schon locked für die Relegations ist. Aber ich glaube, es könnte trotzdem eine schöne Partie werden. Ja, es ist der letzte Spieltag dieses Splits. Das heißt, viel ist eigentlich schon gegessen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir ganz kurz gleich einen Blick auf die Tabellensituation werfen. Dann schauen wir uns wieder beide Teams an. Wir haben jetzt noch 3, 4, 5 Minuten, bis es in Champs League geht. Das heißt, ich schmeiße euch gerade einmal die Tabelle auf eure Bildschirme zu Hause. Und dann können wir ganz kurz drüber sprechen. Du hast es gerade angesprochen, All for One Gaming. Erster Platz, 11-1 Deadline. Sieht super krass aus. Ja, und auf der anderen Tabellenhälfte ist TOG Evolution tatsächlich mit einem 2-10 Standing. Sieht tragischer aus, als es tatsächlich ist. Sie hatten viele gute Games, konnten sich aber irgendwie die Wins am Ende des Tages nicht sichern. Das heißt, man ist jetzt einfach in einer unglücklichen Situation und da die letzten drei in Relegation gehen, heißt für uns, Relegation sind locked. Ja, letztendlich heißt es auch vor allem, dass man jetzt in diesem Game sich nochmal daran gewöhnt. Man hatte diesen Jungle-Swap zu Runox letztendlich während dem Split. Und einfach jetzt nochmal mit einem guten Gefühl in die Relegations zu gehen, ist sich jetzt für die Relegations in 2 Wochen vorzubereiten, damit dort dann möglichst alles gut funktioniert. Ja, jetzt kann man dazu natürlich auch noch sagen, All for One Gaming, wir haben Historie gegeneinander, so eine kleine Rival-Story gab es in der Vergangenheit schon und All for One wird uns hier tatsächlich nichts schenken. Also sie werden uns nicht den Motivation-Booster mit auf den Weg geben. Auch wenn dieser Spieltag für sie komplett irrelevant ist, werden sie hier nochmal alles auffahren, was sie haben. Ja, und wie dieses alles aussieht, gucken wir uns doch gerade direkt mal an. Hier haben wir die 5 Spieler von All for One Gaming. Wir sehen hier einmal ganz kurz die 2023 Stats. Das ist natürlich durch diesen Split-Change noch nicht aktualisiert. Das heißt, wir gucken uns die Stats bis zum Ende des Splits an. Ja, und da haben wir den Gentleman Hero auf der Top-Lane, Dibu im Jungle, Luke Mitte, Frappy und Yanako. Fällt dir hier irgendwas Besonderes auf, was die Champions angeht? Ja, letztendlich muss man halt sagen, auf dem Papier, wenn man sich Dibu und Gentleman Hero anguckt, allgemein, wenn man sich das Team anguckt, also eine Frontline existiert da nicht so wirklich. Man merkt das auch so ein bisschen, dass sowohl Dibu als auch Gentleman Hero eigentlich Lust haben, diese Carry-Champions oder eher Damage-Dealer-Champions zu spielen. Weshalb sozusagen gesagt wurde, so ein bisschen vom Coach, ja, ab und zu machst du das mal, Gentleman Hero, dass du den Tank spielst, ab und zu ist es Dibu, da wechselt man sich relativ gut ab. In letzter Zeit war es eher Dibu, der da ein bisschen sacrificen musste. Und sonst, also man sieht natürlich sehr klaren Damage-Output, was jetzt gerade auf Support so ein bisschen wegschiftet, dass man weniger von den Enchantern wieder zu den Tanks hinwechselt. Also man hat jetzt da so einen kleinen Meta-Shift. Mal schauen, wie gut sich da Yanako, der jetzt der Substitute für Tensor ist, dort sich anpassen kann. Und sonst, ich glaube, alles relativ standardmäßig. Man muss natürlich immer bedenken, es sind die Solo-Q-Stats. Ich denke jetzt nicht, dass Luke hier einen Kassadin oder einen Yone auspacken wird. Aber wer weiß. Ja, so einen schlitzigen Yone wäre schon was. Alternativ ein bisschen flashy Plays von einem Yasuo würde ich gerne sehen, aber den hat er hier wohl nicht in seinen Recently Played. Ich glaube, auf der Midlane erwarten wir einfach den Standard-Einheitsbrei, den wir durch den ganzen Split sehen. Wir werden Ennis potenziell sehen können, wir werden Ahri sehen können, Syndras. So die Standard-Picks, die man im Prinzip einfach erwarten kann, die nicht too hard to play sind, die sehr gut viele Comps abrunden können. Also ich glaube, da können wir einfach mit rechnen, vielleicht auch eine LeBlanc mit eingestreut, das so, das. Und ich würde sagen, aber zu allerletzt, ein allerletztes Mal für diesen Split, schauen wir uns nochmal unsere Jungs von TOG Evolution an, bevor wir dann ein bisschen über die aktuelle Meta sprechen. Auch hier hat natürlich der Split-Swap mit reingekickt. Da schmeißen wir euch noch die richtigen Stats auf die Bildschirme und dann haben wir ein paar mehr Informationen. Ja, auch hier sieht man direkt, es ist ein ganz klarer Damage-Präferenz in der Solo-Queue da, gerade jetzt auch auf der Top-Lane mit Gwen und Camille, im Jungle Hecarim, der auf diesem Patch tatsächlich genervt wurde. Das heißt, dort die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hecarim sehen werden, allgemein deutlich geringer. Und auch Agile, der letztendlich mit
Akshan und Zed, zwei der drei Top-Champions, eher dort spielt, die nicht so competitive gewohnt sind. Was aber ganz angenehm ist, ist, dass eben Ayu, wir kennen ihn mittlerweile schon zwei Splits, letztendlich ein sehr, sehr guter Engage-Spieler ist und sich auf diesen Champions auch eben wohlfühlt. Wir sehen es ja auch competitive eben, dass momentan sowas wie Nautilus, Rakan, Leona immer mehr an Priorität gewinnen. Und das ist so ein bisschen, gerade Nautilus und Rakan sehen wir ja deutlich die Komfortzone von Ayu, der vielleicht dadurch jetzt auch nochmal wirklich diesen in den letzten Wochen, jetzt oder in den letzten zwei Wochen, basically dann nochmal einen kleinen Push bekommen kann, der jetzt deutlich mehr in seiner Komfortzone jetzt sein könnte. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages haben wir damit fast schon genug über die Teams gesprochen. Das heißt, wir gehen einmal ganz kurz auf unsere wunderbaren Gesichter zurück, bis es dann tatsächlich gleich in die Pick-und-Bann-Phase gehen soll. Jetzt haben wir ja schon angesprochen, es gab einen kleinen Patch, beziehungsweise es gab dieses Split-Ende, den neuen Split. Damit kam ein bisschen größerer Patch, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, und der hat natürlich ein bisschen Neuerungen mit sich gebracht. Für heute Priorität glaube ich tatsächlich, dass Kaiser ein sehr contested Pick werden wird. Kaiser ist aktuell einfach ein sehr, sehr starker Champion, synergiert hervorragend mit den von dir schon angesprochenen Engage-Supportern. Also auch da auf jeden Fall sehr, sehr interessante Interaktionsmöglichkeiten auf der Botlane. Ansonsten haben wir gerade schon kurz gesprochen gehabt. So Picks to watch, was hast du gerade so auf dem Schirm? Also ich würde sagen, wenn wir jetzt bei AD Carry bleiben, ich glaube, so die zwei Top-Tier-Champions aktuell auf AD Carry dürften tatsächlich Kaiser und Ashe sein. Ash mit einem sehr, sehr krassen Damage-Output aktuell, muss man sagen. Und ansonsten meine ich auch noch immer noch potenziell sowas wie Sari, die auch mit Engage-Supportern eben sehr, sehr gut funktioniert und die auch nicht so viel angerührt wurde. Sie, glaube ich, wurde einmal genervt, als sie sehr broken wieder war. Kaiser könnte ich mir auch vorstellen, dass sie von der Red Side gebannt wird, weil Kaiser einfach gerade zu stark ist. Du hast keine Antwortmöglichkeiten auf diesen AP-Kaiser-Build, weil dort einfach die ganze Zeit dieser Poke letztendlich reinkommt, den du dodgen musst, ansonsten bekommst du zwei Sekunden später den nächsten Poke reingedrückt. Es ist einfach super unangenehm. Midlane, wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr stunny wahrscheinlich auf beiden Seiten. Dementsprechend, es wird wahrscheinlich Control Mage gegen Control Mage. Azir, glaube ich, momentan wieder ein Champion, der sehr am Brillieren ist. Und ja, ich glaube, so, das ist so die Champions, die man jetzt hervorheben sollte für Mitte bis Botlane, Jungle. Hat sich, glaube ich, nicht großartig viel geändert in den letzten Wochen tatsächlich. Ja, ich glaube, du hast vorher im Vorgespräch mit mir auch schon gesagt, Xerath ist so ein bisschen was Nischigeres, hat hohe Winrate, solide Playrate. Ist natürlich was in deine Comp mit reinpassen muss. Wir haben vielleicht noch sowas wie Jace, den wir auf dem Schirm haben sollten. Also gerade in Korea wird Jace aktuell sehr gerne gepickt. Auch die Chinesen picken immer mal wieder einen Jace ab. Ist für Pokoms relativ interessant. Ezreal nach wie vor recht stark. Also da könnte es interessant werden. Ansonsten vielleicht in der Jungle-Rolle noch einen Maokai, den man ein bisschen Triple Flex spielen kann. Toplane zwar eher weniger mittlerweile, aber Jungle Support wäre hier eine Sache. Also auch das hat man gesehen und könnte man tatsächlich wiedersehen. Bin sehr, sehr gespannt, was man da am Ende des Tages aufgreifen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nafiri wird es auf jeden Fall nicht werden. Nafiri ist nämlich noch nicht erlaubt, wie immer eigentlich in der Prime League, eine Woche oder die nächsten zwei Wochen ein Patch. Nach Release ist der Champion verboten. Verboten ist das richtige Wort. Das heißt, da können wir leider nicht mit rechnen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr obnoxious aus. Ja, sehr, sehr gespannt. Ja, und ansonsten haben wir einen neuen Rang eingeführt gekriegt. Emerald, über den wir vielleicht auch noch ganz kurz quatschen. Ja, Matze hat sich nämlich erstmal ordentlich durchgegrindet. Emerald gehittet wie ein Boss. Ich glaube, so viel Solo-Q-Games wie du hat kaum jemand gespielt. Seit Start der Saison. Also es verspricht interessant zu werden. Wir haben All for One gegen TOG. Es verspricht immer ein Banger zu werden. Ich glaube auch TOG ist gehypt, nochmal abzuliefern gegen den Tabellen erst nochmal eine Monster-Performance aufzurufen. Ja, und vielleicht doch nochmal ein Statement zu machen, so vor den Relegation-Plays, weil sie sind nicht so schlecht, wie die Tabellensituation aussieht. Das auf gar keinen Fall. Einige Games waren knapp, man hat lange gut gegengehalten und im Late-Game immer wieder durch kleine Fehler Games abgegeben. Das war schade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Relegation heißt für uns mehr Games, mehr Spaß und die nehmen wir auch mit. Definitiv. Also, ich würde gerne tatsächlich diesen Xerath aufgreifen, weil ich finde, der Champion ist tatsächlich sehr, sehr interessant, hat man lange nicht mehr in Competitive gesehen. Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen in der Solo-Queue an Beliebtheit gewonnen hat, hat auch sehr, sehr gute Matchups aktuell. Natürlich sowas wie Azir hat auch sehr, 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 sehr viel Range. Ist aber ein Champion, der ungern gegen einen Champion spielt, der Azir selbst outranged. Und da gehört Xerath über das Q letztendlich dazu. Letztendlich ist das Problem bei Xerath einfach, dass du eine
einen ganz anderen Draft-Stil letztendlich fahren muss, weil Xerath ein sehr uniker Champion ist, was seinen Kit angeht. Geht so ein bisschen Richtung Jhin, nur dass er noch weniger im Fight letztendlich beteiligt ist. Xerath ist sehr, sehr weit hinten letztendlich, was den Fight betrifft, was ihn natürlich anfällig macht für Flanks, also jetzt gerade sowas wie, wenn wir jetzt mal auf die Top-Lane gucken, sowas wie eine Camille. Die Camille ist sehr happy, wenn dann Xerath einfach auf der Mittellane irgendwie random rumsteht. Auch auf Jungle letztendlich, wenn man jetzt die Lane betrachtet. Einer der größten Nemesis-Champions für einen Xerath ist ein Jarvan. Dann, wenn man auf einmal nicht mehr aus dem Kataklysmus rauskommt und dann letztendlich jedes Mal geforst ist zu flashen. Deswegen, also du musst, wenn du Xerath spielen willst, erstens kommt er sehr, sehr spät. Also vielleicht noch nicht mal als R3-Pick, wenn man schon weiß, wer der gegnerische Midlaner ist. Und eben, du brauchst sehr, sehr viel Setup. Also unnormal viel Setup für einen Control-Match eigentlich. Ja, ist natürlich ein nischiger Pick. Wir sehen auch No Way For You oder so auf solchen Champions einfach immer wieder outperformen in der Solo-Queue. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir natürlich immer so ein bisschen das Problem, der Champion muss live werden, der darf nicht zitiert werden, die muss die Laning-Phase überstehen. Und das könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wir können vielleicht aber in dem Moment noch mal ganz kurz die Tabelle aufrufen, weil eine Sache wollte ich vielleicht noch ansprechen, bevor es dann gleich losgeht, während wir hier gerade noch in die Lobby eingeladen werden. Hier. Hey, Lobby ist voll. Ja, warte. Schon. Okay, ganz schön viel los in der Lobby hier. Du musst jetzt heute spielen, so ist es. Tabellensituation vielleicht nochmal ganz kurz vor Augen geführt. Natürlich sind noch nicht die komplette Division 3.1 hier erledigt. Wir haben natürlich noch interessanten Schlagabtausch um den zweiten Platz der Tabelle. V9 möchte hier nochmal angreifen. Die spielen heute gegen Devisen, spielen noch gegen Devisen, können damit im Prinzip noch die Playoffs fix machen oder zumindest den Tiebreaker gegen Upper Five erzwingen. Also auch das noch eine Situation, die wir vielleicht ganz kurz ansprechen sollten, bevor es dann tatsächlich gleich für uns ins Game geht. Wir sind nämlich tatsächlich Lobby Full. Das heißt, es wird gleich losgehen. Der Ready-Check kommt jetzt rein und dann starten wir tatsächlich mit TOG auf der Blue Side gegen All for One Gaming. Und ich freue mich sehr, das heute mit dir casten zu können. Ich hoffe, die Leute, die hier im Stream sind, sind ebenfalls hyped, denn ich habe richtig Bock auf richtig gute Series. Ich bin auch super hyped. Also letztendlich schon mal ein sehr angenehmes TOG, konntest du dich die Blue Side securen. Ich weiß gar nicht, was von denen die Side Selection ist, das kann ich ganz kurz nachschauen. Weil gerade mit dem Kaiser-Pick, der ja eigentlich sehr gut ist aktuell, es ist tatsächlich die Side-Selection schon von All for One. Also All for One hat selbst gesagt, jo, wir gehen jetzt wir gehen auf die Red Side, wir nehmen uns lieber den R3-Pick, den R4-Pick und den R5-Pick, anstatt dass wir halt den First-Pick haben. Und letztendlich kann man beides spielen. Es ist immer so eine Präferenzsache. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von der Red Side immer noch, eben wegen den Picks, die ich gerade genannt habe. Aber du bist natürlich, gerade wenn es so Top-Tier-Champions gibt, die man sehr, sehr gut first-picken kann, bist du schon hart dazu gezwungen, diese Champions einfach rauszunehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir preisen jetzt hier Kaiser an. Kaiser ist sehr stark, Kaiser hat sehr gutes Scaling. Es ist die hybride Tech-Speed-AP-Variante, die, glaube ich, gerade gespielt wird und attraktiv ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Kaiser ist kein Champion, der keine Konter hat. Also auch eine Caitlyn kann sie outrangen, macht ihr eine super schwierige Laning-Phase. Caitlyn aktuell auch sehr, sehr stark. In der Vergangenheit war Xayah so ein ganz, ganz klarer Counter. Die ist tatsächlich abgefallen, funktioniert nicht mehr halb so gut, wie man sich das vorstellen konnte. Aber gerade durch die geringe Reichweite von Kaiser ist gerade diese punishbar vom Gegner durch hohe Reichweite. Also ja, sie ist kein Allerheilmittel, aber sie ist auf jeden Fall ein Powerpick, den wir hier auf dem Schirm haben wollen. Wir haben Fiora Bun gegen Gentleman Hero, wir haben den Cane-Pick gegen unseren Blue Cocaine Addict, also den guten Runox. Bun's erstmal natürlich wie eine Preparation eben erwarten lässt. Man guckt sich das OPGG an, was spielt er oft, was hat er in der Saison oft gespielt. Wir bannen weiter gegen Gentleman Hero. Alles, worauf er sich wohlfühlt, alles, womit er brawlt. Und jetzt vielleicht noch sowas wie einen Aatrox-Bun, potenziellen Camille-Bun, was Gentleman Hero ganz gern spielt. Also er hat einen sehr ähnlichen Pool, wie unser Floopy früher gehabt hat. Die beiden haben sich auch schon getroffen, deswegen da, ja, kennt man sich tatsächlich und kennt man sich vor allem aus. Also, ich habe halt die Sache theoretisch, dass ich eher erwarten könnte, dass All for One Kaiser spielen wollen würde. Das heißt, was hier theoretisch eine Option sein könnte für All for One, ist, dass sie jetzt auf den dritten Pick gleich die Ashe bannen, weil Ashe auch einer dieser Picks ist, die aufgrund der Range gegen Kaiser funktionieren kann auf der Botlane. Und dann muss halt TOG eben schauen, was man macht. Du hast nicht unbedingt den perfekten First Pick mehr, bist gezwungen, einen Pick zu draften, der letztendlich gut gegen Kaiser funktioniert.
Für dich wollte ich auch noch hinzufügen, die Xayah, natürlich Xayah ist nicht mehr so das oppressive Matchup gegen Kaiser, aber Xayah jetzt gerade wieder am Profitieren, dass auch Rakan wieder ein Top-Tier-Champion ist und Rakan auch eigentlich in der Lage ist, eben diese Matchups gegen Nautilus Leona zu gewinnen. Das heißt, da kann man gute Tobitus eigentlich mittlerweile forcieren. Mhm. Und letztendlich alle AD Carries sind offen, sind drei Top-Laner gebannt, zwei Jungle und die Rell. Rell auf dem Patch genervt. Ich weiß, wie schwach sie jetzt dadurch geworden ist, aber anscheinend denkt sich TOG, es ist immer noch ein sehr oppressive Champion, natürlich ein Flexpick. Und ja, jetzt sehen wir erstmal die Tristana eingeloggt von Petey. Ja, die Tristana natürlich auch ein Flexpick, am Ende des Tages Midlane, Botlane, Flex. Tristana sehr gut, steigt in der Reichweite, scaled hervorragend, es funktioniert hervorragend mit All-In-Champions. Also ich glaube, Tristana ist ein sehr guter Pickup und man hat da die Kaiser erwartet. Kaiser, Maokai wäre tatsächlich auch eine Botlane-Paarung, die sehr unangenehm ist, plus Maokai durch das Flex-Potenzial auch super stark. Das heißt, man hat hier einen ganz klaren Plan bei All-For-One Gaming und den scheint man hier direkt umgesetzt zu haben. Ja, es ist eben genau das. Ich sehe die Kaiser eher bei Frappy anstatt bei Fresser. Dementsprechend haben wir uns sich jetzt dazu entschieden, die Kaiser zu securen. Maokai, in meinen Augen, ganz klarer Jungle-Pick hier bei Alpha One, haben sie auch schon häufiger gemacht. Man nimmt den anderen Baum, als um das Ganze zu challengen. Man geht hier für den Ivan. Und was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass man jetzt eine relativ sichere Botlane spielt und eher in die Toplane reinspielt. Heißt, vielleicht geht man hier tatsächlich für einen Six, der in dem Moment covered wurde. Ich würde tatsächlich einen AD Carry jetzt weniger finden, wenn man die Tristan auf die Midlane setzen wird. Aber letztendlich, die Ashe hatte ich ja gerade eben auch schon als Counterpick genannt. Das heißt, es wäre ein gutes Matchup. Du musst natürlich dir zu schauen, dass du irgendwo die Magic Damage noch herbekommst. Und du hast nur noch einen Supporter offen, du hast einen Toplaner offen. Ja, Ivanas Pick grundsätzlich sehr, sehr gut. Also mit früheren Coaches von uns, also gerade Curry ist der größte Fan von diesem Champion, hat mir erzählt, wie gut er auf allen Rollen aktuell ist. Also irgendwie 50-facher Flex, bla bla. Ich erwarte Ivan im Jungle. Ich erwarte, dass er funktionieren kann. Man hat zwei Carries, der Gegner lockt hier noch Jace ein, den ich auch schon angesprochen habe. Also man hat sich auf Seiten von All for One Gaming hier auf jeden Fall eine richtige Power-Comp gesichert. Und TOG, ja, hat, was die Power-Picks angeht, bis jetzt in meinen Augen den Kürzeren gezogen. Ja, ich muss sagen, also Ivan ist schon ein Champion, der sehr, sehr gut aktuell ist. Du musst halt mit einem Ivan zusammenspielen können. Und auch Ashe ist für mich ein Champion, der einfach momentan sehr, sehr gut ist. Was natürlich unangenehm ist, ist, dass du jetzt den Jace letztendlich als den Flexpick nutzt, den du ewig lange nicht auflösen wirst. Es könnte ein Jace für Luke sein, aber auch für Gentleman Hero. Erfahrungsgemäß aktuell ist Jace auf der Midlane besser als auf der Toplane. Dementsprechend würde ich auch davon ausgehen, gerade auch, weil dadurch, dass die Tristana schon secured wurde, macht es Sinn. Du weißt, wer der gegnerische Midlaner ist und challenged den Push letztendlich von Tristana mit einem Jace, der letztendlich auch gut synergiert mit dem AP Maokai und mit der AP Kaiser. Aber ja, man muss halt jetzt schauen, wir sehen eine ganz klare Priorität jetzt, was die Bans angeht, auf die Botlane. Und auch dort spiegelt sich das wieder, was ich gerade eben gesagt habe. Es sind Tanks momentan, die Meta. Braum gebannt, Nautilus gebannt. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch sowas wie eine Leona potenziell sehen können. Oder man geht tatsächlich noch für die Toplane auf Kaisante, der immer eine beefy Frontline ist. Und ja. Ich glaube tatsächlich, dass der Mao kein Supporter sein könnte und man bei TOG hier komplett ins Leere läuft mit den Bans, also gerade im Nautilus-Bann. Denn Maokai Kaiser funktioniert hervorragend. Man hat einen Root, einen Point-and-Click-Stun, der genauso gut ist wie eine Leona oder eben eine Nautilus. Plus man hat ein bisschen Poke über die Zaplings, macht damit die Laning-Phase schwer. Man hat nicht die Möglichkeit, sich zu halten. Und gerade Ashe ist super anfällig für CC, weil sie eben kein mobiler AD-Carry ist. Sie kann mit dem Volley viel vor sich halten, sich gut rückwärts bewegen. Aber am Ende des Tages fehlt ihr eben die Mobility. Ja, aber letztendlich es ist das, was ich halt vermutet hätte. Du gehst jetzt für den Champion, der am besten funktioniert, wenn er offen ist Rakan. Wenn du einen Maokai letztendlich hättest auflösen müssen als den Supporter, glaube ich, wäre es ein Engel gewesen, dass du einfach Alistar oder Melio pickst und das Ganze einfach jedes Mal disengagen kannst mit der Ultimate. So hast du jetzt einen Rakan gepickt, funktioniert sehr gut mit dem Maokai, mit der Kaiser zusammen. Allgemein, also ich spiele den Champion gerade sehr, sehr viel. Er ist ein kompletter Runner. Du kannst mit einem Rakan strong sein, du kannst mit einem Rakan weak sein, weil er halt so viele Spells hat, um zu disengagen. Der Champion ist super gut aktuell im Roam. Und was man jedes Mal unterschätzt, und das ist ja gerade das Problem bei Kaiser. Kaiser wird von der Ashe relativ gut gebullied aufgrund der Range. Die Q von Rakan ist durch die ganzen Buffs, die sie erfahren hat, sehr, sehr stark, was den Heal-Faktor angeht. Da kann man auch mal theoretisch zwei, drei Punkte reinsetzen, bevor man den W maxt. Und damit kriegt man jedes Mal so um die 120 HP regeneriert, wenn sozusagen der Heal letztendlich durchgeht. Was bei einem Alistar, der doch relativ melee-lastig ist, sehr, sehr leicht möglich ist.
TOG jetzt mit einer sehr, sehr starken Frontline hier, also mit Alistair und Renekton. Renekton muss halt ins Game kommen. Zeigt aber auch schon ein bisschen, dass man eben sagen wird, man wird diese Ashe potenziell weaksiden und man wird in diesen Renekton reinspielen, weil du wirst keinen Renekton blindpicken, wenn du ihn weaksidest. Und wir haben tatsächlich die Tristana für die Midlane, auch die tatsächlich dann erwartet war, vom Vladimir als Login, als R5 für All for One Gaming gegen eine Comp, die doch relativ squishy aussieht, so auf den ersten Blick. Außer Alistar ist hier niemand full-full-full-tank. Klar, Renekton geht relativ tanky, aber er muss natürlich auch ein bisschen Damage durchs Early Game bringen. Das heißt, das könnte relativ interessant werden. Und es sieht da noch aus, als hätten wir den Vladimir auf der Toplane und den Jace auf der Midlane. Also ich glaube tatsächlich, dass All for One Gaming hier die grundsätzlich stärkere Comp gedraftet hat. Ja, man muss jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Die Regel ist eigentlich, dass du in den letzten 20 Sekunden nicht mehr swappen darfst. Und eigentlich sieht das hier gerade so aus, als hätte Yanako jetzt eigentlich den Vladimir. Habe jetzt auch geswappt. Aber ja, es war klar, dass das der Vladimir Toplane sein wird und Jace Mitte. Vladimir ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Renekton, kann das sehr, sehr gut scalen. Ermöglicht auch tatsächlich jetzt sehr, sehr schwer für TOG theoretisch in den Renekton reinzuspielen, weil durch den Pool jedes Mal Vladimir in der Lage ist zu disengagen, kann die Lane komplett sustainen ohne Ende. Und ja, dementsprechend, das ist ein sehr, sehr guter Pick hier, den man noch secured hat. Auch natürlich sehr gut, dass Vladimir doch sehr tanky wird, da ich das eben AP in HP konvertiert und auch andersherum. Und man hat nicht unbedingt diese Champions, die einen Vladimir gefährden können, sage ich mal, dadurch, dass man relativ spiken in den Damage-Ressourcen ist. Also Tristana über die Bombe, Ashe über die Q, die sie natürlich relativ häufig abhat, aber muss man dann auch gut heimen können. In dem Fall. Deswegen, also die Draft von All for One ist hier schon sehr, sehr gut und sehr abgerundet. Du hast eine klar definierte Frontline, du hast eine klar definierte Backline, die einen sehr, sehr guten Poke hat. Du hast eine potenziell so 2,5 Frontline, würde ich sagen. Rakan ist jetzt schon eher ein bisschen squishiger. Aktuell, so wie man ihn baut, mit Shurelias into dann theoretischen Tank-Item oder halt Redemption. Dementsprechend, ich bin gespannt. Die Draft von All for One ist schon, ich will nicht sagen No-Brainer, aber du hast da schon sehr, sehr viel, was dir in die Karten spielt. Ja, man erkennt auf jeden Fall klare Struktur. Man hat den Poke im Late-Game mit Jace Kaiser, Maokai Zapplings potenziell auch. Und dann hat man eben das Follow-Up All-In mit Maokai, Ult, Vladimir, Ult, Rakan All-In. Quickness heißt, glaube ich, die Ulti. Entsprechend ja. Hat man hier die Möglichkeit, sehr extrem rein zu explodieren. Eine Kaiser kann sehr tief followen, eben über ihren Killer-Instinkt kann sie da sehr, sehr tief gehen. Das heißt, es ist ein ganz klares Schema in der Comp von All for One Gaming zu erkennen. Bei TOG muss man gut ins Early Game reinstarten, muss man bullien, muss man die Kaiser aus der Lane schieben, muss man die Midlane relativ früh sehr aggressiv angehen und man muss den Rank ein bisschen ins Game kriegen. Mittlerweile ein Irrglaube geworden, Renekton scaled doch sehr, sehr gut, Ulti hervorragend, hat sehr gute HP-Scalings, also es ist ja so eher das Meme, dass Renekton nur im Early stark ist. Renekton funktioniert auch im Late Game sehr, sehr gut, aber ich glaube nicht, dass er gegen Vladimir im Early Game eine Schnitte haben wird. Das heißt, sein Scaling wird relativ spät kommen und er wird gnadenlos outscaled, weil wer im Late Game eine Naturgewalt ist, ist tatsächlich Vladimir, denn der one-shottet einfach ein bis zwei AD-Carries auf ganz entspannt. Ja, ich glaube, was bei Renekton so ein bisschen der Fall ist, früher war es so, dass Renekton, selbst wenn er ein Lead hat, Probleme hatte, das Ganze im Late Game zu kommentieren, eben dadurch, dass er eher ein 1v1-Champion war, als dass er ein Teamfight-Bully war. Jetzt ist es einfach so, dass sozusagen Renekton, wenn er ahead kommt, eine sehr, sehr gute Waffe im Teamfight ist. Aber Renekton, der sozusagen even bis behind sozusagen aus der Lane rauskommt, und es wird wahrscheinlich gegen den Vladimir potenziell der Fall sein, der hat auch Probleme tatsächlich, weil er eben, wie du gesagt hast, nicht so viele Ressourcen hat. Aber Renekton ist schon immer noch ein Champion, der sehr mit Ressourcen arbeiten will und der will ahead kommen. Und von behind ist es schon alles ein bisschen schwieriger, letztendlich den Impact zu bringen, den man normalerweise hat. Ja, für mich was ist... Was man natürlich sagen muss... Sorry, ja. Führ deinen Punkt noch aus. Okay. Was man natürlich sagen muss, du hast es auch gerade eben schon gesagt, im Early Game letztendlich viel machen. Du hast zwei Prio-Lanes. Du hast die Tristana und du hast die Ashe Alistar Botlane. Das heißt, die Botlane muss nur Level 2 hitten, nachher ist tatsächlich Alistar ein Champion davor. Ja, eher nicht so. Das heißt, du kannst halt mit Ivan versuchen, relativ gut Bots zu invaden. Ivan ist Champion, der invaden will. Und damit könnte Maokai auch potenziell behind fallen, genauso wie die Botlane, die halt eben die Ressourcen aufgeben muss. Ja, und grundsätzlich glaube ich, dass der X-Faktor in diesem Game für TOG Evolution der Ivan sein wird am Ende des Tages. Denn eine Sache bleibt zu sagen, Ivan funktioniert hervorragend gegen den Jungle Maokai, weil du schickst einfach Daisy durch den Jungle und dann sind da einfach keine Zapplings mehr, also man denied damit schon einiges.
Wir sind tatsächlich in der Zwischenzeit in-game. Ich gebe euch den Look. Wir sind live. Ja, und damit geht's los mit TOG Evolution gegen All for One Gaming. Wir sind auf der Map, wir haben Draft und wer es besser umsetzt, das sehen wir gleich. Ja, denn TOG sammelt sich erstmal geschlossen und guckt vielleicht sogar für ein Late Invade mit einem Volley. Ja, mal gucken, ob man hier jemand finden kann. Gespottet ist man nicht, man wird zumindest noch nicht gepinkt. Emoted wird aber fleißig und mal gucken, ob man hier jemanden finden kann. Man scheint so ein bisschen nach der Kaiser zu suchen, findet sie aber nicht. Mit schlechtem Timing sieht hier Dibu tatsächlich die komplette Roster von TOG. Ja. Und er hat sie gesehen, er pinkt den Ward, man weiß Bescheid, kann zurückfallen. Und damit dieser kleine Invade-Versuch von TOG einfach direkt denied. Und jetzt darf man hier nicht auf dem Weg nach Hause nochmal ordentlich abgetoucht werden. Ja, kleiner ja, Poke von Luke. Ist aber tatsächlich einem Ivan fast egal, da er relativ easy jungeln kann. Was natürlich ziemlich angenehm ist, ist, dass man einen Deepen Ward bekommen hat, dort auf der Seite von TOG. Das heißt, man wird relativ gut erkennen können, ob Maokai Topside startet, Botside startet und wie schnell er ist. Letztendlich, beide starten jetzt auf der Topside. Ivan natürlich mit einem relativ sonderbaren Clear. Vorteil für die Laner, dass sie eben jetzt schon auf der Lane sein können, auf beiden Seiten. Maokai startet solo, dementsprechend, damit dort kein Laner letztendlich einen Nachteil bekommt. Man muss ein bisschen schauen, eigentlich will Ivan schauen, dass er irgendwo invadet, aber ich weiß nicht, ob die Intel sozusagen auf dem Blue-Buff jetzt das Ganze denyen könnte. Man sieht auf jeden Fall Runox, der jetzt auf die Botside schon rennen wird. Und dort wahrscheinlich, so wie ich das jetzt bei Ivan richtig verstehe, eher für ein Frühclear geht. Ja, also man hat hier erstmal seine Camps entspannt markiert. Kostet natürlich einiges an Leben, aber wir sehen es direkt. Also er weiß ganz genau, was er tut auf seinem Ivan. Wird jetzt eben erst die Topside clearen, wird dann Richtung Botside moven, wird dann immer wieder ein bisschen gegenheilen. Das heißt, er wird hier relativ gut, relativ entspannt durchkommen mit einem sauberen Frühclear. Vielleicht sogar dann den ein oder anderen Gank platzieren können. Ich glaube tatsächlich, für ihn ist es eher schwierig, attraktive Ganking-Targets zu finden, denn einen Vladimir, den ganken, das kannst du dir fast sparen, weil der wird irgendwann einfach nur noch rauspoolen, egal wie viel Zeit. Ich glaube tatsächlich einfach, die Lane, die am besten funktioniert, ist die Midlane schon fast, weil sozusagen guter Damage von Tristana da ist und Jayce jetzt nicht der mobilste Champion ist, das ist ja keine Dashes, außer er springt auf Dark. Oh, und da kommt ein kleiner Trade in der Midlane. Ja, man tastet sich da relativ hart ab und wir gucken uns das mal an. Also beide haben so etwa 50% ihrer AP gelassen. Edge ein bisschen mehr als Luke. Und damit, ja, kein schlechter Trade. Und da findet Runox tatsächlich Yanako auf der Rotation Richtung Midlane. Man hat sich da sehr früh auf den Weg gemacht, weil eben die Kaiser resettet hat und wollte da direkt Midlane unterstützen. War nicht von Erfolg gekrönt, auch Kaiser war schon on the move Richtung Midlane. Viel Rotation bei All for One Gaming hier in den ersten 3 Minuten. Ja, Kaiser hat sich tatsächlich für einen Cheater-Recall entschieden, ist jetzt dementsprechend mit dem Longsword und mit dem Kalle ausgestattet. Man gibt hier sehr, sehr viel Backup für Deebo, der dementsprechend in der Lage ist, seinen Jungle zu fullclearen. Aber was natürlich auch passiert, ist jetzt, dass Ivan potenziell beide Scuttlecrafts bekommen kann. Hat die Botside Scuttle markiert, ich glaube sogar gesmited, dementsprechend secured. Wird jetzt versuchen, die Topside Scuttle zu contesten. Der klassische Transition-Gank auf der Midlane bringt nicht so viel. Und ja, da ist jetzt ein minimaler Vorteil für Ivan und auch für die Botlane, die nicht unbedingt jetzt rotieren musste, um dort den Ivan-Backup zu geben. Das wäre ja andersrum und somit Fraser mit einem minimalen Goldvorteil. Ja, ansonsten ist es natürlich erstmal ein ganz normaler Schlagabtausch. Sieht nach Farm Lead tatsächlich für Vladimir aus. Der hat aber noch relativ viel von der Wave vor sich. Midlane engaged davon, Ayu! Ja, und der teilt ordentlich aus gegen Luke, zündet ihn an, aber da kommt kein Follow-up vom Midlaner. Und damit leider nicht von Erfolg gekrönt, nichtsdestotrotz ein kleiner, ja, Augen-Zwinkro. Er ist vollkommen okay. Letztendlich, Alistar hat sein Hexflash jederzeit. Jayce jetzt ohne Flash muss deutlich aufpassen. Theoretisch ist jeder Root jetzt von Ivan oder jede Headbutt-Pulverize-Kombo von Alistar deadly. Da wird dann niemals rauskommen, Tristana. Oh, Petey tradet da oben in einer relativ großen Wave. Presti Attack ist geprockt, er teilt da ein bisschen aus. Er wird hier aber zurück müssen. Face Rush gegen geprockt von Gentleman Hero. Der teilt zurück aus. War natürlich gefightet in einer relativ großen Wave. Aber nichts weiter an Action. Oh, vielleicht doch Action. Er geht in den Pool. Gentleman Hero ist on the run. Der hat aber jetzt nochmal den Empowered Heal. Und jetzt kommt Runox und er ist genau pünktlich da. Und Petey möchte gemeinsam mit Runox diesen Kill auf Gentleman Hero securen. Aber Ghost läuft noch. Kann man da in Reichweite kommen? Gentleman Hero tut alles, um am Leben zu bleiben. Aber First Blood für Petey. Und damit genau das, was er gebraucht hat. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut für den Renekton. Sehr, sehr gut.
Ivan mit den Mobi-Boots hier tatsächlich einfach über die Map gegietet, um dort möglichst noch dem Rennington zu helfen. Natürlich der Trade-off jetzt Cross-Map-Play, man bekommt den Drake auf der Seite von All for One, was sehr gut ist. Hexhack, Drake, ein bisschen Attack-Speed, ein bisschen Ability-Haste und dementsprechend dort auch ein bisschen indirektes Gold, was man bekommt. Kaiser freut sich vor allem, weil sie mit dem AP-Item natürlich von beiden profitiert. Und ja, auch Chase ist da relativ happy drüber. Ja, Schmackofatz auf jeden Fall, den Drake hier mit einzustecken. Nichtsdestotrotz, das First Blood für TOG auch ein sehr, sehr guter Anfang. Ja, man hat sich den ersten kleinen Gold Lead sichern können, auch wenn man dafür das Objective abgeht. Und wir sehen es, Toplane, die Trades. Die sind gar nicht schlecht gespielt von PT. Also man hat sich bei diesem Renekton-Pick auf jeden Fall etwas gedacht. Mal gucken, ob er weiterhin den Vladimir so gut in Schacht halten kann. Denn wir hitten jetzt hier die Level 6. Und das verspricht natürlich interessant zu werden. Ja, PT hat jetzt tatsächlich eine entspannte Zeit da oben. Vladimir dürfte eigentlich nicht großartig in der Lage sein, jetzt den Renekton erstmal anzugehen. PT kann sich sogar den Reset nehmen, deutlich näher jetzt an seinem Blade of the Ruined King dran, wodurch er dann auch die ganze Lane komplett sustain kann. Allgemein gibt es gerade TOG sehr, sehr gut. Man muss halt schauen, dass man jetzt ein bisschen auch noch ahead kommt, weil wir schon gesagt haben, die Late-Game-Komponente ist ganz klar auf der Seite von Alpha One. Das heißt, du willst jetzt gleich, wenn in einer Minute ungefähr der Herald spawnt, willst du die Prio, die potenziell Tristana aufbauen kann, den Lead, den Rennington da oben hat, willst du auf jeden Fall nutzen, um diesen Herald zu securen. Kaiser hat kein TP ab, Fraser hat Cleanse ab, dementsprechend dürfte man in der Lage sein, dort die AD Carries isolated, das natürlich Cleanse hat im Isolated Matchup gegen Kaiser nicht den größten Impact. Aber trotzdem sollte man eigentlich in der Lage sein, diese Ashe dann alleine zu lassen und im 4 gegen 4 dann letztendlich das Ganze spielen zu können. Nicht den größten Impact hast du sehr politisch nett ausgedrückt, dass es eindeutig komplett nutzlos wäre in der Situation. Gefällt mir auf jeden Fall, wie du das positiv hast. Und was mir auch gefällt, ist, dass du sofort das Blade of the Ruined King erkannt hast. Ich dachte, er resettet hier und hat einen Dagger im Gepäck und ich dachte, was will ein Rennington mit einem Dagger? Ist tatsächlich das Blade of the Rune King hier ein gutes Item in deinen Augen? Ich wäre tatsächlich ein Fan davon gewesen, wenn man ein bisschen MR sich schon mal rein einpackt, weil letztendlich Kaiser geht, wird potenziell ein AP-Item-Build gehen. Maokai wird ein AP-Item-Build gehen, selbst für Vladimir. Oh, da kommt die Ulti von Vladimir auf der Toplane und jetzt muss PT eigentlich nur überleben. Also es ist eigentlich nur, um HP zu recyceln, aber Ulti von Maokai, um hier ein bisschen den Engage des Gegners zu stoppen. Schon wieder weg und du darfst bitte den Punkt zum Blade of the Rune King nochmal ausführen. Ja klar, es gibt natürlich die Möglichkeit, Renekton den auch die Lane letztendlich gegen Vladimir besser zu sustainen. Da passiert, obwohl, da könnte auch was passieren. Ja, Gentleman Hero ist hier auf der Jagd, hat aber keine Ulti mehr, PT ist da, der hat seine Rage Bar ready, das heißt, der kann nochmal engagen für ordentlich Heal, da kommt ein Arrow Richtung Botside, den fängt man aber hier auf ganz entspannt, Deepo im Jungle. Ja, und man tradet hier im Prinzip ein paar Platings auf der Botlane gegen einen Herald. Ist, glaube ich, ein Trade, den man so machen kann. Nachdem man ja doch das ein oder andere Plating kriegen kann. Jetzt hat man hier keinen Enchanted Arrow up auf der Ashe. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, diesen Invade sozusagen zu stoppen. Nichtsdestotrotz, mal schauen, was sich TOG hier ausdenkt. Der Ivan ist schon wieder auf Topside unterwegs. Er markiert fleißig seine Camps und farmt recht gut. Leicht im Farm Behind, hat aber schon einen guten, erfolgreichen Gank platziert. Ja, also letztendlich das, was unten auf der Bottom passiert ist, ist im Gesamtbild komplett verkraftbar für TOG. Es ist eine Blade, die man verloren hat. Man hätte nicht auf die Seite von Alphaborn diven können, weil Ayu mit der Wave, die er dann contesten konnte, die, Level 6 gate das den Unbreakable Will dementsprechend abgehabt hätte. Das heißt, man hätte dort wahrscheinlich sich die Zähne an der Kuh ausgebissen. Und letztendlich geht es jetzt darum, weiter einfach erstmal die Items zu bekommen. Du wirst diesen Item Power Spike jetzt haben, Rennington weiterhin oben gut am Sustain. Jetzt kommt Runox und Runox möchte ein Gentleman hier einfach mal ganz entspannt den Ghost gezogen. Ja, und jetzt kann man hier im Prinzip raus aus der Situation, hat einen Summoner gekriegt und kommt dann einfach in 2 Minuten nochmal. Tatsächlich wird man das genauso machen. Man wird jetzt erstmal noch ein Play sozusagen auf den Drake potenziell machen können. Man sieht schon, Runox runnt auf die Midlane. Nevermind, das ist tatsächlich die Scuttercrab, die up ist. Aber trotzdem, man will jetzt versuchen, wahrscheinlich, wenn man den Drake contesten will, irgendwie mit dem Herald was auf der Midlane zu machen, damit man forciert ist, entweder Midlane oder Drake zu contesten. Und ansonsten könnte es auch ein Crossfire-Play werden, wo man den Rennington noch weiter head bekommen will. Beziehungsweise, tatsächlich ist er deadly even, da ich, dass er in CS deutlich behind gefallen ist.
Aber trotzdem ist natürlich der Rennington, wenn er dort die Blades bekommt, doch schon nochmal eine Gefahr mehr. Ja, und mit Blick aufs Gold, wir sehen es, Ivan hat hier sogar Schulden auf sich genommen durch Futures Market. Kostet natürlich mittlerweile so eine kleine Gebühr, wenn man da ins Minus geht. Nichtsdestotrotz hat man damit vielleicht die Möglichkeit, früher den einen oder anderen Power Spike zu hitten. Ansonsten, ja klar, der Farmdefizit auf der Toplane, es ist ein Range gegen Melee-Matchup, es ist Gentleman Hero, der es nicht schlecht spielt, auch wenn man dann Kill securen konnte early. Hat Speedy da trotzdem nicht einfach. Midlane ist dead, even. Botlane würde ich auch als even bezeichnen, farmwise. Das heißt, bis jetzt haben wir ein sehr, sehr ruhiges Game. Die 400, 300, 400 Gold halten sich da relativ stabil. Speedy macht dann einen kleinen Trade gegen Gentleman Hero. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht weggekitet wird. Ja, da kommt tatsächlich die Ulti wieder raus vom Vladimir und ja, das sind immer wieder diese Trades. Petey kann sie starten, aber er kommt nicht weit genug vom Vladimir weg. Über Facebrush hat er immer noch mal die Möglichkeit, gut in Reichweite zu kommen, seinerseits ein bisschen Damage zu applyen. Ja, und damit ist das eigentlich relativ angenehm für Gentleman Hero und das ist genau das, was wir angesprochen haben. Du wirst ihn da oben nicht unter Kontrolle kriegen. Letztendlich, du hast ihn in den Zaun gehalten, würde ich sagen, bisher. Es wäre natürlich schön, wenn man ihn wirklich noch komplett letztendlich aus dem Game rausbekommt. Aber es ist bei dem Vladimir einfach schwierig. Mit der schönen Root gehittet hier von Runox auf seinem Ivan, aber keine Möglichkeit, da den Kill zu erzwingen. Und wir haben es gesehen, es kommt doch auch ein bisschen an Damage rum hier. Ja, und Daisy ist on the map, ist unterwegs und wir sehen es auch, Itembild von Debo schreit schon fast Demonic Embrace. Das heißt, man wird hier die Zaplings platzieren, um Poke zu applyen und man wird auf Seiten von TOG einfach Daisy benutzen, um diese Zaplings zu clearen. Und das ist im Prinzip, was im Late Game so ein bisschen der Fight über die Map sein wird. Ich finde es allgemein sehr, sehr lustig gerade. Also ich bin immer noch einer tatsächlich bei Ivan. Ich assoziiere Ivan mit einfach mal Support-Items. Es wird natürlich jetzt der Night Harvester Ivan. Hier damit auch ein bisschen der Magic. Oh, Midlane Engage auf Agile. Der respektiert das nicht ganz so, wie er sollte. Zieht dann doch nochmal die Ulti am Ende des Tages. Ja, und damit hat's richtig wehgetan. Botlane Engage von Frappy, Enchanted Arrow, um den Engage zu stoppen von Frazer auf diese Kaiser. Aber die hat schon ordentlich gezirbelt. Also, der kommt einiges an Burst rum bei All for One Gaming. Sowohl Mitte als auch Botlane. Da merkt man die Item aus Powerbacks gerade. Kaiser hatte schon. Oh, Top Lane, der kleine Engage auf Gentleman Hero. Man macht's da gut, aber das war ein Fehler, da in den Tower zu gehen. Und der nächste Kill für Petey. Ich sag, der kann da nichts machen. Und zack, macht er das nächste Play gemeinsam mit Runox. Super. Super wichtig tatsächlich in dem Moment. Sehr schön darauf geachtet von Petey, dass da noch ein Minion ist potenziell, wenn er aus dem Pool rauskommt, der Vladimir, dass man dies noch geklärt bekommt. Dann der Stun unterm Tower, perfekt. Dementsprechend, Petey hat sich hier einen wunderschönen zweiten Kill erarbeitet. Aber man hat jetzt gerade schon gemerkt, dass die Item-Power-Spikes auf der Seite von All for One sind sehr, sehr crazy. Also das Statics auf der Kaiser, was gerade fast die Ashe komplett gekillt hat. Auch natürlich das Dustblade auf Dreck da auf dem Jace. Sehr gefährlich. Da muss die Tristana definitiv ein bisschen mehr aufpassen. Oh, Botlane, engage auf Frappy. Frappy ist in Gefahr, wird pulverized, wird genockbacked. Aber da teilt man nochmal ordentlich aus. Aber da der Killer-Instinct down ist, bekommt man auch hier den Kill. 3-0 für TOG gegen den Tabellenersten. Die präsentieren sich hier richtig gut. Sehr starkes Early-Game, aber genau muss man es eben spielen. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass hier nicht Agile von Yanako gekillt wird. Aber du kriegst jetzt gerade so ein bisschen das hin, was du machen musst. Du willst ein bisschen ein kleines Blutbad hier verursachen. Hast du jetzt auf der Sideline einmal auf der Botlane hinbekommen, in dem Frappy ein bisschen unaufmerksam war, würde ich sagen, und eben auf der Toplane mit den zwei Gangs von Ivan auf den Renekton. Das ist tatsächlich genau das, was du jetzt machen musst. Du hast jetzt diesen Item-Vorteil, du bist jetzt auf einmal 1,5k ahead. Und diesen Lead musst du jetzt ein bisschen halt versuchen, ins Game zu konvertieren. Wir haben jetzt gleich den Herald ab. Wir sehen die ganz klare Rotation von All for One tatsächlich in Richtung Drake. Aber auch TOG kommt jetzt langsam an, ein bisschen delayed. Ich glaube, der Herald könnte hier tatsächlich einiges entscheiden. Die Position gerade ist gar nicht schlecht. Oh, Midlane, da kommt der Enchanted Arrow. Der Stun zwar eine Eternity, aber muss erst den Tower clearen. Den kriegt man schön in Kill secured. Arrow war schön, Follow-up hat gepasst, Tower ist gefallen. Und damit TOG wieder im Driver Seat für das nächste Play. Yanako ist in der Flank-Position. Yanako steht ready zum Flank, aber ich weiß nicht, ob man hier engagen kann. Da steht natürlich auch Ayu auf seinem Alistar und der kann einfach den Engage canceln mit dem Knockback. Also man hat das da so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und TOG sichert sich auch den zweiten Herald hier. Und damit hat man tatsächlich eine sehr, sehr gute Position hier weiterzuarbeiten. Tatsächlich sieht sie gerade sehr komfortabel aus. Ayu hovert jetzt auch nochmal die Top Lane.
Rankin kann dort die Wave einmal reinpushen, könnte. Nee, lohnt sich nicht tatsächlich hier zu resetten. Aber trotzdem, Rankin geht es hier mittlerweile wirklich gut, hat mit dem Blade of the Rune King und den Mercuries einen sehr guten Sustain. Könnte da oben gleich wahrscheinlich sogar schauen, auf der Wave den Vladimir wieder anzugehen. Ja, der hüpft jetzt gleich aus dem Busch und guckt mal, Damage checkt wahrscheinlich. Ja, oder eben auch nicht. Er entscheidet sich da einfach für die Minions zu gehen, fällt jetzt lieber zurück, weil er hat, glaube ich, das Gefühl, dass der Vladimir ihm hier richtig Schaden anrichten kann. Also er respektiert das sehr, sehr gut, trotz seiner 2-0 Deadline, aber die 30 CS, die er behind ist, ja, die lassen ihn natürlich bluten. Und Botlane, der nächste Engage hier auf Tristana von Jayce. Ja, und die tut tatsächlich ordentlich weh. Du musst tatsächlich, also Agile ist gerade derjenige, der so ein bisschen am meisten aufpassen muss. Agile ist hier sehr häufig in dieser Situation, wo er tatsächlich von der Melee-Jace-Version tatsächlich angegangen wird, in Positionen, wo es halt nicht gut ist, muss jedes Mal seine Ulti dann defensiv benutzen, um überhaupt zu überleben. Auch PT muss jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen aufpassen wegen dem Enchanted Q. Ja, er zieht Ulti, aber er sollte hier fallen. PT wird hier einfach gnadenlos weggekitet von Gentleman Hero und einfach weggeschlürft. Schön gemacht von Gentleman Hero. Der fällt 0-2, hat aber gut gefarmt und hat deswegen die Möglichkeit, hier trotzdem noch zu fighten. Luke steht hier ready, misst aber erstmal seine Shockblast und damit ein kleiner Burst-Aspekt in der Comp von All for One Gaming verloren. Es ist sehr verzwickte Position gerade von TOG. Man ist ein bisschen split. Tristana entscheidet sich jetzt für die Midlane. Man versucht sozusagen das Team ein bisschen aufzusplitten, indem man die Midlane-Wave contesten will. Letztendlich ist das einfach. Midlane Engage auf Agile, schön respektiert, gerocket-jumped. Und TOG in der Zwischenzeit jetzt hier am Drake am Arbeiten. Und jetzt kommt tatsächlich All for One und die werden hier den Trigger ziehen. Engage von Ayu, der ist gar nicht schlecht. Der zieht die Ulti, der tankt ein bisschen was, aber der hatte schon von Anfang keine AP. Aber der Teamfight ist gar nicht schlecht gespielt von TOG und jetzt versucht man hier rein zu chasen. Man nimmt zwei, man nimmt Drache, gibt sich zufrieden, geht nach Hause. TOG mit einem 2-1 Trade. Ist Vladimir auf den Tower in der Base TP nach dem Respawn? Vladimir hat sein TP auf cooldown und ist in der Base gewesen. Ja, er ist nach dem Fight auf Botlane TP'd. So sah es zumindest für mich aus. Das heißt, er war noch nicht. Er ist auf die Botlane gerannt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das potenziell jemand im Chat gesehen hat, aber ich glaube, Vladimir hat tatsächlich dort einen TP eher in die Base gesetzt. Das kam auch tatsächlich der. Agile ist heiß, also der will echt prügeln. Man hat auch den Missping sozusagen auf einer der beiden Nexus-Turrets gespottet. Auf der Seite von All for One. Also ich glaube tatsächlich, dass Gentleman Hero da tatsächlich den TP verkackt hat und dementsprechend natürlich dann das 5 gegen 4 auf der Seite von TOG zustande kam, was man sehr gut ausgespielt hat. Ayu hat hier für Jahre getankt und dann kam die Tristana irgendwann mit ihrem zweiten Power Spike um die Ecke mit dem Navori Quickblades und dem Statix. Ich weiß nicht, ob das zum Zeitpunkt schon fertig war, aber trotzdem mit dem Damage auf jeden Fall von der Tristana. Rennington ist eine Unit, der dort richtig am Nerven ist. Und so hat man den Teamfight tatsächlich für sich entschieden und einen wichtigen zweiten Drake, der schöne Regenerationswerte gibt, für sich securen können. Ja, damit zwei Drakes, das heißt, der Weg Richtung Seele ist tatsächlich so ein bisschen geebnet, ist natürlich noch lange hin. Wir haben eine Ocean Soul, es kann gerade gegen die Poke-Aspekte von All for One Gaming sehr lecker sein für TOG. Mal gucken, ob man sich am Ende des Tages wirklich die Seele sichern kann, weil es ist noch nicht aller Tage Abend. Und All for One Gaming kommt natürlich im Mid-to-Late-Game so langsam richtig in Fahrt, wenn dann die Item-Power-Spikes endgültig gehittet werden auf 2 auf 3 Items. Wird es dann nochmal wesentlich schwieriger. Ja, man sieht jetzt die ganz klare Tendenz seitens TOG. Man will jetzt das Free Gold, was man jetzt hat, dadurch, dass die Map geöffnet ist, securen, aka der C1 Tower auf der Top Lane. Und damit ist die Map natürlich noch weiter geöffnet, gerade sehr angenehm, weil in 40 Sekunden Nash up ist, den man damit deutlich leichter sozusagen handeln kann. Und jetzt geht es einfach nur darum, weiter die Pressure hochzuhalten, möglichst das Tempo hochhalten, gegnerische Jungle Camps nehmen, vielleicht den Vladimir unten auf der Botlane nebenbei mal verteidigen, der dort ein bisschen am Freefarmen ist, mittlerweile Level 14. Da kommt der Enchanted Arrow und der geht leider durchs Terrain, nicht schlecht gedacht. Ich glaube aber tatsächlich auch nicht, dass Runox alleine da hätte was tun können. Agile ist aber in Gefahr, der muss vorsichtig sein, der wird hier angeultet. Gentleman Hero geht hier einfach raus. Der Jump Reset hätte natürlich unangenehm werden können, wenn man da nochmal einen Rocket Jump abkriegt. Ist der Vladimir hier tatsächlich tot? Man geht auf Nummer sicher, man überlebt, man nutzt die Ulti einfach nur zum Wegsustainen. Ja, und wir sehen's. Der Goldlied wächst langsam, aber stetig für TOG und sie finden hier, dass ich den nächsten schönen Hawkshot hier um Vision zu applyen. Man wird hier all in, das ist ganz normal. Frazer kriegt sogar den Kill.
Ja, TOG spielt das smart und jetzt fleißige Pings auf den Baron. Aber wird's der werden? Gibt man dafür Mitte T1 auf? Gibt den All for One Gaming kampflos auf? Tatsächlich wirkt gerade All for One ein bisschen verzweifelt. Man versucht hier sehr, sehr viel über die Sidelines jetzt noch zu regenerieren. Letztendlich der Nash-Fight kann natürlich schwierig sein. Ayu kommt tatsächlich All for One. Die wollen hier rein. Die wollen es 4 gegen 5 fighten. Gentleman Hero muss aber direkt wieder raus. Und TOG, die bleiben einfach am Baron. 2.500. Schöner 2-3-Mann-Knock-Up hier von Ayu. Man geht tief. PT ist da. Er überlebt so, so viel. Der Baron ist secured. Und jetzt muss TOG hier raus. Nochmal der Slow vom Zappling auf Ayu. Aber auch der Root passt hervorragend. Man secured sich da für einen Toten tatsächlich diesen Baron-Buff. Und mit fast sogar noch der Snipe auf Frappy. Der war gut gedacht hier von Frazer. Und er spielt das Trinity-Item-Build. Er spielt das Trinity-Item-Build tatsächlich, was hier sehr, sehr angenehm ist, weil es sehr viele Targets hat zum Free-Hitten. Der Fight hätte richtig desaströs ausgehen können, wenn Gentleman Hero ein bisschen mehr Ability-Ace gehabt hätte. So war die Ultimate-Ability tatsächlich einfach auf Cooldown. Gerade in diesen Stacked-Momenten ist natürlich Vladimir-Ulti sehr unangenehm, weil Vladimir danach sehr viel heilen kann, aber natürlich auch den Damage-Output hat. Ulti war down, right? So, wie bitte? Die Ulti war down, oder? Ja, deswegen. Oh. Also die war kurz noch, die war noch kurz auf Cooldown. Das waren so, also wenn man den Nash so 5 bis 7 Sekunden später angefangen hätte, hätte Vladimir Ulti ready gehabt. So, perfekt kalkuliert tatsächlich von TOG. Ganz klar. Letztendlich wird man mit dem Nash rewarded, mit dem 2K Gold Lead, der sich jetzt ausbauen wird auf dem 3K Gold Lead durch den T2 Tower auf der Midlane. Und natürlich ist die Map weiter offen. Es ist immer schön zu sagen, wie schön sich die Map öffnet mit dem genommenen Tower, gerade auf der Midlane jetzt. Maokai dürfte darunter jetzt ein bisschen suffern, weil er doch relativ viel verlieren wird. Oh, mit Lench Aurelias, da möchte man jetzt auf Frazer engagen. Er ist ein Immobiliarity Carry, da kommt auch die Follow-Up-Ult von Maokai. Ja, und da wird man einfach geroutet, man muss glänzen, man muss flashen, man kommt da raus. Ayu wird definitiv sterben, aber ist er der Einzige, der stirbt? Das ist die große Frage. Und ja, so sieht's fast aus. Und damit dieser zweite der vierte Drache, also der zweite für All for One Gaming, fast sicher in den Händen von All for One. Aber das ist okay, weil tatsächlich, wir sehen jetzt auf der Minimap die Rotation von Kaiser auf die Toplane, die jetzt irgendwie noch versucht, diesen Renekton zu beantworten. Man wird das Ganze ein bisschen mit Gold traden, hoffentlich. Man sieht auch den TP von Tristana auf die Toplane, also man wird ja versuchen, die Recalls zu denyen, damit Tristana und Renekton den Inne-Potenzial nehmen können auf der Toplane. Ja, aber man ist halt einfach nur, man ist nur ein Ivern und da ist es nicht ganz so einfach. Toplane, man versucht auf jeden Fall diesen Tower zu clearen. Der Arrow, um die Back-TPs zu canceln, der kommt tatsächlich. TOG macht hier Toplane Inhib-Tower einfach weg, aber jetzt ist Agile in Gefahr, er soll hier gechased werden und jetzt gemeinsam auf der Flucht. PT und Agile, Killer Instinct, man geht hier rein. PT zieht direkt die Ulti. Engaged hier fast schon, wird jetzt angegangen, aber wunderschön mit der Ulti den Engage gecancelt und damit kriegt All for One hier auf dem Escape von TOG keinen Kill mehr. Ja, man tradet Inhib Tower gegen Drache. Tatsächlich sehr angenehm. Es sah sehr, sehr viel Gold, was TOG hier dadurch bekommen hat. Letztendlich hat man das Beste, glaube ich, daraus bekommen, was noch möglich war, nachdem man sozusagen Ayu verloren hat auf den Alistar. Das war eine gute Reaktion, auch schön von Agile, der sich da gedacht hat, yo, ich TP jetzt auf die Toplane, um sozusagen den Renekton zu unterstützen. Sehr, sehr schönes Decision-Making. Und auch Runox dort noch mit sehr, sehr viel Zeit, die er gekauft hat für die beiden. Leider hat Kaiser natürlich durch die Statics und durch die Q natürlich auch einen sehr, sehr guten Wave-Clear, wodurch es nicht möglich war, sich zusätzlich noch den Inhib zu securen. Wichtig ist jetzt sozusagen, die nächsten Minuten wieder die Map-Kontrolle zu bekommen. Natürlich, es ist immer noch eine verdammt offene Map. Eher auf der Seite zu All for One. Ich glaube, so sagt man es richtig. Das heißt, man kann hier tatsächlich weiterhin versuchen, diese Deep Vision aufzubauen. Damit man vielleicht sich möglichst gut noch eine Minute oder 30 Sekunden vor dem Nash eine Trap securen kann, um vielleicht diesen Nash tatsächlich proaktiv angehen zu können. Ja, ansonsten haben wir jetzt so langsam den Timer erreicht, wo All for One Gaming gefährlich werden kann. Wir sehen es auch immer wieder, der Poke hittet relativ hart, auch die Kaiser kann jetzt sehr konsistent poken. TOG mit kontrollierter Offensive bearbeitet so nach und nach die Tower. Toplane Inhib hat man geöffnet, Botlane Inhib hat man gerade bearbeitet. Man baut jetzt Division, aber mir gefällt dieser kontrollierte Stil. Man hat 3,5K Gold Lead, ein bisschen mehr ist es tatsächlich.
Nichtsdestotrotz übereilt man es hier nicht, man spielt es sehr kontrolliert runter, man hat sich den Baron gesichert, hat damit was bekommen und jetzt spielt man es langsam, man resettet geschlossen, man geht wieder gemeinsam auf die Map und dasselbe sehen wir von All for One auch. Also sie gehen hier straight up für Scaling und hoffen einfach lang genug zu überleben und auf der Gegenseite TOG, ja, die sind jetzt so ein bisschen im Driver Seat, die haben Timer auf der Stirn. Es ist immer noch Vladimir, es ist immer noch Jason, es ist immer noch Kaiser, die im Late Game unglaublich stark werden. Da muss man auf jeden Fall was machen. Und Petey, der will was machen, der will hier Luke töten, der wird engaged, der überlebt das ein bisschen, aber es reicht nicht. Und Luke mit dem 1v1-Kill gegen den Toplaner von TOG Evolution. Ich sag's, wie es ist, ich finde den Tod tatsächlich verkraftbar. Weil Petey ist jetzt bald ab, natürlich die Toplane ist jetzt, die Botlane ist jetzt ein bisschen reingepusht. Aber Petey hat sein Ulti noch in Time-Up. Was aber nicht in Time-Up sein wird, ist tatsächlich der Flash von Jason. Der ist damit potenziell ein Target, beziehungsweise muss aufpassen, dass er nicht irgendwo noch off-guard erwischt wird. Vielleicht von einem Enchanted Chris Harrow zum Beispiel. Root trifft hier schon mal und jetzt ist aber Runox in Gefahr, denn wer wird hier einfach angebürstet? Der wird einfach ausgelöscht und der Tod ist nicht verkraftbar. All for One mit dem nächsten Pick. Runox out of position und einfach ausgelöscht. Ja, das war jetzt irgendwie suboptimal, bin ich ehrlich. Nee, es war tatsächlich eine schöne Trap von All for One. Die haben genau das gemacht, was ich eigentlich gedacht hätte, dass TOG es machen wird. Eben die Map sozusagen, die Map-Kontrolle bekommen, irgendwie Deep Vision bekommen, damit man eine Trap aufsetzen kann. Letztendlich war es die Trap, die von All for One executed wurde. Und jetzt muss man natürlich den Nash verteidigen, irgendwie Zeit kaufen. Wir haben noch 13 Sekunden auf den Ivan. Oben potenziell kommt jetzt der Vladimir dazu, das heißt, man ist zu fünft. Rennington auf der Botlane hat aber TP ab. Aber All for One lässt sich hier nicht beirren. Fängt jetzt den Nash hier an. Und wir sehen den TP von Rennington. Man wird es versuchen zu contesten. Ivan rennt. Ich frage es, wie schnell? Er muss ein bisschen Zeit sustainen tatsächlich. Denn am Ende des Tages braucht dieser Ivan noch Ayo. Versucht hier zu engagen. Benutzt den Knockback auf den Alistar. Lockt hier auf den Vladimir. Knockt nur zwei. Und jetzt ist TOG in Gefahr. Sie hatten so gut gespielt. Und jetzt muss man hier irgendwie am Leben bleiben. Da kommt dieser Ivan von hinten, aber du siehst es, der Damage reicht einfach von All for One Gaming und alles von TOG zu zerstören. Die Frontline fällt und damit ist der Teamfight im Prinzip gegessen. Agile tut, was er kann, nimmt hier die Midlane Wave und All for One, die bearbeiten hier diesen Baron. Agile kommt nicht über die One Rocket Jump, wird ausgelöscht. Gut gespielt von Luke auf der anderen Seite. Ja, und jetzt ist es an Runox, aber der wird einfach angekiller Instinct. Daisy und Runox gemeinsam können den Kill nicht securen. Das ist der Baron, das ist der Teamfight. 5:1 für All for One Gaming. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch das Late Game, von dem wir gesprochen haben, auf der Seite von All for One. Man hat, glaube ich, genug Zeit kaufen können, beziehungsweise überleben können. Jetzt sind die Champions enabled. 3 Item Power Spike auf Jace, 3 Item Power Spike auf der Kaiser, der richtig deadly ist, mit dem Ludens Echo hier. Oder Ludens Tempest. Und auf dem Reset hat übrigens auch der Vladimir sein drittes Item, sein Rabadons. Ja, also auch der ist gleich ein einziges Monster. Wird hier nochmal backgecancelt. Gentleman Hero geht in den Pool, hielt nochmal gegen. Petey, du bist kein Champion mehr gegen diesen Vladimir. Oder wie stellst du das vor? Einfach ausgelöscht im Pool. Tschüss, Krokodil. Schnapp machst du heute nicht mehr. Und All for One Gaming jetzt im Driver Seat. Und sie sind drauf und dran, hier die Map aufzumachen und den ersten Inhibitor dieses Spiels zu sichern. Da hat man ein bisschen die individuelle Klasse einfach von Gentleman Hero auch als ehemaliger, muss man ja gerade sagen, ehemaliger Div2-Spieler einfach erkannt. Schau dir den Burst Damage an. Luke ist da, Luke löscht ihn aus. Und das war's tatsächlich auch für diesen Ivan. Und Luke nimmt einfach 4 Tower Hits, überlebt das ganz entspannt. Und jetzt soll es hier reingehen. Einfach Drive-By von Frappy. Und jetzt ist es Ayu und Agile, die gemeinsam die letzte Bastion stellen wollen. Aber wenn Frappy zum Auto-Hitten kommt, burstet er so, so viel Schaden. Luke ist auch auf dem Weg. Man möchte doch den Kill auf Agile sichern. Man muss es hier gar nicht so hart erzwingen, wie es All for One Gaming hier tut. Sie haben Baron the Power Minions, sie haben eine Cannon, sie haben einen Kill auf Agile und damit ist es eigentlich schon sicher Game für All for One Gaming. Das erste Game geht hier sehr, sehr interessant an sie. TOG lang im Driver Seat, aber All for One Gaming macht's besser. Wartet, wartet und beendet dieses Game in dominanter Performance. Ja, also wirklich big Shoutout an Gentleman Hero an der Stelle. Basically komplett geweak-sided worden und der PT war ahead irgendwann, beziehungsweise halt even aufgrund des Test-Disadvantages.
Und letztendlich, er wusste genau, was zu tun ist. Er durfte nur nicht tilten. Letztendlich, wenn er hier ruhig bleibt, hat er irgendwann dieses Scaling, damit er genau das, was er am Ende gemacht hat und auch was er in den Teamfights davor gemacht hat, genau das machen kann. Das war tatsächlich einfach genau das, was man von jemandem wie Gentleman Hero, der schon viel in dieser Art gespielt hat, auch eine Division höher, letztendlich sehen will. Und das hat er gut gemacht, All for One, allgemein sehr geduldig gespielt. Good job an der Stelle, oder Props gehen raus. Aber auch TOG hier eigentlich mit einem sehr, sehr guten Early Game. Da ist einfach das Problem ist einfach gewesen, dass man keine Late Game Insurance sich secured hatte. Das ist das Einzige, was letztendlich gefehlt hat. Du musst, wenn du diese Draft hast, musst du noch proaktiver sein. Du musst, in dem Moment, wo du Item Spikes hast, darf nichts an All for One Gaming gehen. Es ist eigentlich auch nichts an All for One Gaming gegangen. Es ist aber potenziell einfach zu wenig an TOG noch darüber hinausgegangen. Heißt, man hat vielleicht ein bisschen mehr forcieren müssen, damit man wirklich so ahead kommt, dass diese Draft nicht mehr aufgeht. Ja, also man hat sich den Lead erarbeitet, man hat ihn gut gespielt und dann hat man sich 2, 3, 4, 5 Mal doof catchen lassen. Ich glaube, das ist so einer der Punkte gewesen, wo du gesagt hast, der Tod ist verkraftbar, dann kommt aber der Nächste und der Nächste und der Nächste. Ja, und zack, hat dieses Game gegen dich gesnowballt und nachdem All for One Gaming, und sie haben alle gut gefarmt, die Power Spikes gehittet hat, war es natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben unten im Bild schon noch die Champions offen. Wenn wir jetzt ganz kurz auf den Damage Dealt Chart gucken, können wir vielleicht ganz kurz dazu sagen, die Ashe hat so gut wie keinen Einfluss gehabt. 2, 3 schöne Enchanted Crystal Arrows, ansonsten war Ashe hier kein Champion, keine Relevanz. Der Lister einmal schön getankt für sein Team, den Frontliner gestellt, aber ansonsten wenig getan. Und auf der Gegenseite, ja, haben halt Kaiser, Jace und Vladimir unendlich viel Schaden gemacht. Und mit der Quickness war eben der Rakan sehr, sehr unangenehm aufzuhalten, sehr schnell durch den Teamfight unterwegs. Also ich glaube, hier hat man ganz klar gesehen, warum die Kaiser ein guter Champion ist. Ja, und wie schwierig es eben ist, mit einem immobilen AD-Carry noch Damage zu applyen, gerade an dem letzten Fight am Nexus auch. Also die Kaiser hat einfach Drive-by die Ashe mitgenommen, ohne irgendein Counterplay. Ich glaube tatsächlich, man muss hier, was die AD-Carry-Position angeht, einfach gucken, dass man sich einen Champion sichert, der ein bisschen stärker ist, ein bisschen aktiver auf der Lane spielt, ein bisschen aggressiver gegen den Kaiser vorgehen kann. Weil wenn man sie einfach nur auf 3 Items kommen lässt, dann zerstört sie dich. Ich glaube, du kannst es mit der Ashe spielen. Das Problem ist in dem Fall, dann darfst du den Rank nicht picken. Du darfst dann nicht sagen, wir spielen in die Top-Lane rein. Letztendlich, was auf One gemacht hast, ist, in crucial Momenten haben wir einfach gesagt, der Maokai bleibt auf der Botlane. Der Maokai chillt auf der Botlane oder um die Botlane herum, damit die Kaiser ins Game kommt. Ashe hatte kein Backup. Ashe musste häufig einfach Sachen droppen. Natürlich, der Karl hat dort sein Work gemacht, damit Ashe potenziell auch an Gold kam. Aber trotzdem, es ist einfach dieser Map-Split gewesen. Man hat gesagt, wir versuchen das, THG hat versucht zu sagen, wir versuchen das Game über den Renekton und den Ivan zu gewinnen, während All for One gesagt hat, wir versuchen das Ganze über Maokai, Kaiser und Rakan zu machen und wir wissen, dass der Vladimir nur 2 oder 3 Items bekommen muss, bis der automatisch carrying kann. Eine Ashe braucht da deutlich länger potenziell, wenn sie an wenig Geld rankommt, um das Game zu übernehmen. So hat sie den, wie du gesagt hast, den Enchanted Crystal Arrow, sie hat noch die Hawkshots, um sozusagen Input zu geben für das Team, aber die Ashe wird in diesem Moment, wo sie an so wenig Ressourcen rankommt, wird sie nicht mehr dein Carry sein. Ja, und ich glaube tatsächlich, in dem Game wird die Ashe Niedercarry werden. Es ist einfach nicht gegen deren Comp ausgelegt. Machen kann. Realistische Einschätzung, du wirst hier als Ashe niemals Auto-Hitten. Das ist das eine große Problem, das du hier haben wirst. Und ich glaube, fürs nächste Game können wir jetzt einfach erwarten, du musst das Scaling vom Gegner auch matchen können. Und ich glaube, von Anfang an war hier schon fast festgeschrieben, dass das sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, gerade mit dem Vladimir. Und auch dem Jace fürs Late Game, da noch eine Antwort für parat zu haben. Und eben auch einen Maokai, ist eine unangenehme Komponente. Ich glaube, wir werden jetzt einen komplett anderen Draft sehen auf Seiten von TOG. Sie werden ihre Adaptionen machen. Dawn of War Gaming wird ihren Stiefel runterspielen wollen, werden wieder hohe Priorität auf Kaiser legen. Und wie gesagt, sie kann mit jedem Engage-Supporter spielen, es ist komplett egal. Ich glaube, Aufgabe von TOG ist es, sich selbst diese Kaiser zu sichern und Frazer hier zu einem Monster. Bei Spielen kann er's. Ja, definitiv. Letztendlich, was du halt du hast in meinen Augen, du hast zwei Optionen, wenn du die Draft zu spielen willst, hast du zwei Optionen. Entweder du ultra weak-size tatsächlich die Ashe und sagst wirklich, du gehst einfach nur für diese Arrows und sagst, Alistair, komm, ganz ehrlich, wir müssen Kills verursachen. Spiel mit Ivan. Wir spielen mit Roaming Supporter. Ashe, ich weiß, das wird unangenehm für dich, aber versuch einfach irgendwie zu überleben, irgendwie an CS ranzukommen. Ansonsten hast du deine Arrows. Ansonsten hast du die Option zu sagen, wenn die Ashe
den Impact irgendwann haben soll, dann braucht sie einen Enchanter auf der Lane, dass sozusagen sie durch die Lane durchbekommt. Das heißt, potenziell, was hier zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert hätte, Draft-wise, wäre immer noch, auch wenn er genervt wurde, Milio. Milio hätte hier tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, weil eben sehr, sehr viel CC da ist, den er sozusagen auch nachwirkend sozusagen negieren kann. Er ist ein sehr, sehr gutes Tool gegen so Champions wie Vladimir, die delayten Damage machen. Er ist ganz solide, würde ich sagen, gegen Poke, wenn er sozusagen von der Frontline übernommen wird. Problem ist dann in dem Fall, du hast keine Frontline mehr. Es ist alles ein bisschen verzwickt gewesen. Also, wie du gesagt hast, wir werden eine andere Draft sehen. Ich glaube, die Draft, wenn du ein, zwei Räder anpasst oder ein, zwei Schrauben festdrehst, dass du die Draft auch spielen kannst, aber du machst sie halt nicht leicht. Ja, und gerade gegen den Tabellenersten hat man es sehr schwierig. Aber wir sehen hier auch ganz genau das Problem im Verlauf der Saison von TOG. Sie sind ein sehr, sehr gutes Team. Sie spielen sehr solide Early-Mid-Games. Und dann schaffen sie es nicht, ihren Lead im Prinzip bis ins Ziel zu bringen. Und das ist, was wir im Verlauf der Saison immer wieder gesehen haben. Nicht jedes Spiel, sie haben auch mal ein bisschen klarer verloren. Das hat jetzt aber auch alles mal dahingestellt. Das darf auch passieren. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben sie immer gute Performances, aber ja, machen nicht so den letzten Schritt. Und das ist schade zu sehen, denn sie sind ein gutes Team, sie stellen sich nicht schlecht an. Das haben wir auch hier gesehen. Sie haben den Tabellenersten in Bedrängnis gebracht. Sie haben sie wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Und ja, jetzt müssen sie sich nur noch belohnen mit einem 1-1 hier am Ende des Tages. Es steht jetzt 1-0 für All for One Gaming. Mal schauen, wer am Ende des Tages die Nase vorn haben wird im zweiten Game. Die Lobby füllt sich so langsam. Ich weiß nicht, ob du in eine Pause gehen willst oder ob wir noch ein, zwei Punkte zum Ansprechen haben. Was musst du mir jetzt sagen? Ich bin offen. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen philosophieren. wir können aber auch definitiv in eine kurze Pause gehen. Mir ist das Jacke die Hose. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns ganz kurz in den Be-Right-Back-Screen. Sobald der Draft wieder live ist, sind wir da. Ich vermute, wir sind in, keine Ahnung, 30 Sekunden schon wieder für euch da. Bis gleich, bleibt dran. Yes.
to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Hallo und willkommen zurück. Ja, wir haben es tatsächlich durch die, durch den Waiting Screen geschafft am Ende des Tages. Und wie wir sehen, sehen wir, dass wir die falschen Seiten ausgewählt haben. Wir haben einen Seitenwechsel. Wir haben dieses Mal All for One Gaming auf der Blue Side gegen TOG Evolution auf der Red Side. Ja, und mal gucken, wie das Ganze die Bans beeinflussen wird. Denn jetzt ist tatsächlich TOG eigentlich in der Pflicht, diese Kaiser zu bannen. Weil ich bin mir fast sicher, dass All for One Gaming Kaiser einloggen wird, außer TOG ja. Hat eine Falle bereit. Also, ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich die Rel, obwohl die Rel willst du wahrscheinlich bannen wegen Flexpick. Vielleicht lässt du was von Gentleman Hero offen. Die Frage ist nur, ob du bereit bist, sozusagen gegen diesen Split-Push zu spielen. Es sieht danach aus, als wäre man nicht dazu bereit. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man Fearon Jax gegen Gentleman Hero rausbannt. Ist natürlich immer, dass du den Gegnern sehr viel Spielraum zur Verfügung gibst, was sozusagen offen bleibt. Ja, ansonsten Hackerin-Bann, der trifft natürlich Runox hart, du hast vorhin schon angesprochen gehabt, hat kleinere Nerfs erfahren, das heißt, vielleicht hat man hier die Patch-Notes nicht auf dem Schirm. Direkt hier der Kaiser-Bann, ich glaube, der ist absolut nachvollziehbar von TOG-Seiten aus. War ein Champion, der super unangenehm ist, der sehr viel Einfluss in diesem Spiel hatte. Möchte man nicht nochmal erleben, das heißt, Poke-Comps werden ein wenig eingeschränkt. Ganz aber dieselbe All for One kommt im Prinzip auch mit Ezreal spielen. Wir haben den Rel-Bann von All for One Gaming, das heißt, man rechnet damit, dass TOG vielleicht sich eine sehr, sehr starke Botlane-Kombo sichern wollte. Und Tristana-Bann von TOG-Seiten aus, das heißt, sie gehen davon aus, dass Priorität auf diesem Champion ebenfalls sehr hoch sein. Ja, tatsächlich, also die drei Champions, die man potenziell jetzt gerade first picken würde, also in meinen Augen, sind damit jetzt alle gebannt. Kaiser, Rel und Tristana. Das heißt, du musst halt jetzt ein bisschen improvisieren. Du kannst jetzt für einen Jungle-Pick gehen, du kannst für einen AD-Carry-Pick gehen. Vielleicht hast du noch einen Flex-Pick parat. Wir werden sehen, es ist der Maokai. Er gibt's hin. Ja, der Maokai ist so der Go-To-Champion für viele Teams in Division 3 geworden. Tatsächlich wäre jetzt eine Antwort hat wieder der Ivan, der natürlich sehr, sehr stark ist. Man hat den Ivan nicht so utilized, wie ich mir das gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz, das ist tatsächlich ein Champion, den man sich vorstellen könnte. Der Checo Hover hier von PT ist tatsächlich nur Min. Eine Seju, sagst du? Ja, süße. Kriegst du. Danke! Kannst du haben? Bin dann mal in die DMs geslidet. Perfektes Timing. Nee, ich bin ein großer Sejuani-Fan. Es ist einfach sozusagen eine Budget-Version von Maokai. Du hast eine, also ohne die Saplings halt, aber du hast halt einen sehr sicheren Engage, solange die Bola nicht irgendwo durch irgendwelche Fenster fliegt. Und du gehst tatsächlich jetzt hier für die Ash. Ich finde das gut. Du hast einen sehr schönen Pick. Du hast ein sehr schönes Pick-Potenzial natürlich. Ich sehe auch schon deine Mimik. Du kannst natürlich jetzt dich darauf einstellen, dass es in Jays Mitte kommen könnte und dementsprechend noch ein Poke-lastiger Champ dazu. Das ist jetzt weniger Poke, tatsächlich, wenn die Samira hier eingeloggt wird. Das ist tatsächlich einfach nur Ballsy. Wäre natürlich ein Pick, den man hier machen kann, da sie eine Art Windball hat, um den Enchanted Arrow zu haben. Aber es war natürlich nur der Hover, der Jace, den du angesprochen hast. Ich vermute, dass TOG hier sowas wie Braum auf dem Schirm haben wird. So tatsächlich, dass man eben Braum Ash part und mit Sejuani im Prinzip eine super unangenehme Botlane-Synergy hat über sehr viele Slows, sehr viel CC. Nautilus natürlich auch noch offen. Also man hat hier schon noch einige Möglichkeiten. Bin nur gespannt, ob man mit der Ash dieses Mal die Möglichkeit bekommt, großartigen Teamfights zu auto-hitten, weil das war das größte Problem im letzten Spiel. Und man hat hier Xayah Hover und auch den Xayah-Login für All for One Gaming. Xayah, Champion, der grundsätzlich recht gut ist. Man wird jetzt hier so auf sowas wie Rakan gucken. Der wird aber tatsächlich in der zweiten Bannphase einfach rausfliegen, wenn man ihn sich hier nicht selber sichern möchte, auf Seiten von Team. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass man hier den Poke nochmal sozusagen ein bisschen unterstützt, dass man so ein bisschen spielen will wie beim letzten Mal. Heißt entweder, dass du für den Lethality Varus gehst oder für einen Six. Man hat sich für die Xayah entschieden, das heißt, du gehst einfach dafür, dass du auf AD Carry nicht gepickt wirst. Man kann jetzt noch auf R3 was picken, das muss man ja auch tatsächlich. Und es ist ein Control-Match, wie ich gerade eben bei uns, wenn wir im Waiting waren,
gesagt habe, ich würde gerne einen Control Mage sehen, weil ich an Control Mages einfach besser finde. Persönlich als sowas wie eine Tristana. Das ist aber eine persönliche Präferenz, muss ich dazu sagen. Und Azir ist ein Spitzen-Champion. Azir bringt dir sehr, sehr viel fürs Team. Wenn er gut ausgespielt ist, Azir ist nicht der leichteste Champ. Aber ich bin ein großer Fan davon. Du hast jetzt einen guten Clear, du hast potenziell sogar den Poke, wenn Jace es nicht gut spielt, auf den Jace eben. Deswegen, I like it. Und wir sehen jetzt natürlich den Rakan-Mann, wie du schon gesagt hast. Ich denke, Braum wird sich dazugesellen, das ist auch schon passiert. Ich kann mir vorstellen, Nautilus noch vom Board. Nee, du nimmst Jax, glaube ich, noch vom Board. Jax ist nämlich noch open. Ja, dann fliegt der Nautilus bei Alpha One. Also ich vermute, wir werden noch den ein oder anderen Engage-Supporter hier haben, der geht. Vielleicht würde man die Ashe aber auch einfach mit einem Enchanter powern wollen. Medio wäre jetzt hier eine Option. Klar, kleine Nerfs erfahren. Nichtsdestotrotz nach wie vor ein guter Champion. Der Jax, den du angesprochen hast, gegen Gentleman Hero, auch der selbstverständlich. Also wir haben beide eine sehr gute Glaskugel mit am Start. Ja, und dann schauen wir mal, was der Draft sonst so sagt. Scaling gefällt mir auf Seiten von TOG dieses Mal viel, viel besser. Der Azir kann es sehr gut matchen. Und da kommt der Milio-Bann. Du hast Milio gecallt. Ja, und jetzt haben wir den Samira-Haber. Der ist vor den Memes wahrscheinlich, wenn ich keine Samira-Ash sehen. Ja, und dann mal gucken, wer am Ende des Tages die Hand vorne, oder wer sich den Lead sichern kann. Ich vermute, wir werden jetzt hier einen Supporter sehen, damit man eben Top-Lane counterpicken kann. Das wäre zumindest so die Standard-Variante. Ja, ich glaube, dass du tatsächlich auch hier nicht für einen Engage gehen wirst. Du wirst einen Charter hier securen. Bei Engage hast du schon genug und die Xayah kann auch schon genug mit den Featherstorm dodgen. Und dementsprechend, du nimmst hier die Karma. Schöner Prio-Bot. Wird ziemlich schwer jetzt auf der Seite von All for One das Ganze zu contesten. Dementsprechend entscheidest du dich dazu, einen Engage zu picken. Ich muss sagen, Nautilus, ja, ist der beste Engage, der offen ist. Klar, aber wenn die Karma es gut spielt und viel Poke auf den Nautilus bekommt, dann hat der Nautilus hier tatsächlich auch ein paar Probleme. Gerade in der Lane. Auch Ash natürlich dann potenziell, wenn die Qs von Karma hitten, hat man automatisch die Passive und kann dementsprechend diesen Crit, ist das ja bei Ash, dementsprechend auch anbringen. Auch natürlich mit dem Volley vielleicht noch ein bisschen Poke auf den Nautilus zu bringen, damit man sozusagen auch nicht irgendwie in den Gank fallen kann. Wir sehen auf jeden Fall wieder Vladimir für Gentleman Hero. Man könnte wieder einen Rank auf dem Schirm haben. Die Melee-Komponente oder also Sejuani mit einem Melee-Champion-Part ist hier jetzt wichtig. Also du kannst jetzt hier nicht von Range gehen. Ansonsten verschwendest du die komplette Passive. Renekton wäre eine Option. Camille ist potenziell auch offen, was fürs Late-Game-Scaling ebenfalls sehr zuträglich sein könnte. Spielt den Bloodliner und pick Chrysante. Ich würde ihn. Oder. Okay. Oder pick einfach den Aatrox, der Buffs erfahren hat. Gefällt mir gut. Bin sehr gespannt, was man hier am Ende des Tages sich dabei denkt. Tatsächlich dieses Mal beide Teams Scaling war es sehr, sehr even. Ich weiß nicht, wer am Ende die Büsche gegen Maokai face-checken möchte. Mit Kammerschielen kann man das aber relativ gut sustain. Azir auf einem seiner Signature-Champions, Agile auf einem seiner Signature-Champions mit Azir, Ash, um mit den Enchanted Crystal Arrows Picks zu generieren. Also sehr, sehr interessant. Und auf der Gegenseite haben wir eben eine Comp, die erst ein bisschen poken möchte, aber ein bisschen was an Poke laggt tatsächlich. Es ist Jace als primärer Poke, Xayah über das Q als sekundärer Poke und dann aber ein All-In mit Maokai, Nautilus, Vladimir. Also auch eine ganz klare Tendenz, für was sie gehen möchten. Was die Comp von TOG natürlich kann, ist disengagen. Man kann mit dem Volley, mit der Azir-Wall, mit der Sejuani-Ult viel vor sich halten und damit ebenfalls die Nein. Also mal schauen, was die beiden Teams da für uns in petto haben. Wir haben auf jeden Fall noch 3 Minuten Zeit, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen. Wir sollen dann tatsächlich reingehen. Und jetzt würden mich mal deine Two Cents zu den beiden Comps interessieren. Also zu dem einen, was du gesagt hast, wer später die Saplings letztendlich contesten wird. Es ist egal eigentlich, weil du gesagt hast, du hast die Schilde auf der Karma, du hast einen Dash auf der Sejuani, die sozusagen danach wieder rausdashen kann. Du wirst die Saplings spotten aufgrund dessen, dass du die Hawkshots hast von der Ash. Und auch Aatrox bzw. Azir haben einen Dash. Die Frage ist halt einfach nur, wahrscheinlich wird es dann die Sejuani sein, die sozusagen dann kurz reinsteppt, mit dem Dash schon wieder raushüpft und damit sind die Saplings geklärt. Potenziell kannst du ja auch dementsprechend, dadurch, dass du hier die Schilder hast, kannst du auch die Saplings tanken. Mir gefällt die Draft von TOG deutlich besser. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Aatrox ein gutes Matchup gegen Vladimir, weil sozusagen Aatrox auch einen Sustain automatisch und einen Kit hat. Und er sowieso mit den Q
Q-Spells, die er hat, am Anfang gerade Leute auf Range oder auf Distanz bevorzugt, sag ich mal. Und dann sozusagen, wenn er den Trade länger führen will, immer näher rangeht mit, seinen, ich weiß gar nicht, wie die Q heißt, den Q-Spell auf jeden Fall, mit den Q 1, 2, 3. Und ja, letztendlich, ich würde sagen, dass das Scaling immer noch auf der Seite von All for One ist, als eigentlich dieser Vladimir scaled Infinite. Du hast ja diesmal sozusagen als Gegenkomponent hast du den Azir, der auch extrem gut ins Late Game scaled. Du hast den Jace, der potenziell ein bisschen abfällt, weil er sozusagen den Lethality Item Build hat. Auf der anderen Seite hast du den Aatrox, der sozusagen hier potenziell abfällt, weil es sozusagen eher sehr, sehr krass gekitet wird hier. Und Aatrox ist deadly eben eigentlich schon fast, je nachdem, welchen Item Build die Ash geht. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Ash auch in diesem Zielgame wieder nicht outhitten wird. Also sie macht keine Dann drei Outhits. Dann gehst du dem Mandate Item Build. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, Ash hier großartig Outhits zu haben. Du hast einen Nautilus, der dich einfach ultien kann, du hast einen Maokai, der die Pointing Click stunt und du hast einen Vladimir, der dich one-tappt, während er in seinem Pool ist. Das heißt tatsächlich, da die Möglichkeit zu haben, irgendwen zu Auto-Hitten. Auch einen Jace wird dich einfach wegkollapsen, eine Xayah geht in die Ulti und fightet dich einfach nicht. Also als Ash hast du hier sehr viele Probleme, Damage an den Mann zu kriegen. Was du hast, ist, du hast eine solide Frontline mit Aatrox, Sejuani, du hast eben die Midi-Synergy hier, du hast einen Azir, der die Möglichkeit hat, sehr viel Damage von hinten raus auf hohe Reichweite zu applyen. Fällt mir sehr, sehr gut. Und du hast tatsächlich eine Karma, die mit dem Speedbuff auf Ash sehr angenehmes Mittel ist, da vielleicht ein bisschen für zusätzlichen Peel sorgen kann. Die möchte aber natürlich auch nicht early sterben und die möchte natürlich auch die anderen Members supporten. Das heißt, Ash wird hier grundsätzlich eher die Poke-Variante oder eine Poke-Komponente sein, die unangenehm ist, die ein bisschen Slow mitliefert. Aber ansonsten wird die Ash wahrscheinlich einfach aus den Latschen geboostet. Und dann muss man hoffen, dass Azir und Aatrox genug Damage machen, um die Teamfights zu overwhelmen am Ende des Tages. Aber am Ende des Tages werden wir es erst sehen, wenn wir auf dem Rift sind. Wir haben 3 Minuten Spectator-Delay überquatscht. Das heißt, wir werden jetzt gleich sehen, was die beiden Teams für uns bereithalten. Wir haben Game 2 zwischen TOG Evolution und All for One Gaming, der Tabellen. Erste gegen den Tabellen, vorletzten tatsächlich, am letzten Spieltag der Division 3.1. Ja, es geht für beide Teams um nichts, aber es geht um die Ehre. Und ich glaube, mit Ehre haben wir relativ viel Spaß zusammen. Das heißt, TOG Evolution gegen All for One Gaming, Game 2 geht jetzt los und wir sind live. Ja, wir sehen schon die Pings seitens TOG, dass man dort havern will, wo es sozusagen gerade eben reingesteppt wurde. Natürlich mit dem Auto, das hat man ein sehr, sehr gutes Invade-Potenzial. Das heißt, da ist... Oh, TOG geschlossen, früher da. Und ja, dann von Offer One Gaming wird hier gleich ein Shockblast reinfliegen. Es wird First Strike geprockt werden für ein bisschen was. Oh, und, hat man die Karma gesehen, die gerade rausgesteppt ist? Ja, die hat den dicken Hintern einfach mal aus dem Busch gestreckt. Ja, 5-Point Stand von All for One Gaming. TOG war standgeschlossen da, war ready für einen Invade. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt hier die Pings von All for One Gaming. Hier möchte man vielleicht tief gehen. Auf der anderen Seite findet man hier jetzt wahrscheinlich Yanako. Der wird aber einfach mit seinem Hook hier raus dashen wollen und überlebt den ganzen Spaß und damit keine weitere großartige Action zwischen diesen beiden Teams auf Level 1. Ein kleiner Cheese Attempt. Nicht von Erfolg gekrönt, aber auch keine Probleme entstanden. Ja, letztendlich, glaube ich, also du hast hier das Potenzial zu invaden auf beiden Seiten, du hast aber auch genauso das Potenzial zu disengagen. Dementsprechend, ja, war ein kleines Mexican Standoff. Wir sehen schon, dass beide Jungler diesmal tatsächlich einfach nach oben fahren. Maokai startet an den Raptoren, zieht Johnny am Blue Buff. Ergibt potenziell Sinn, weil beide Botlanes potenziell weak sein können und sowohl Vladimir als auch Aatrox gerne wahrscheinlich die Attention der Jungler haben würden. Midlaner denkt sich so, brauchst mal gar nicht zu farmen, wir gehen hier einfach die ganze Zeit für einen Trade. Auch ganz schön. Und ja, so werden die ersten Minuten letztendlich verbracht. Wir sehen klassische Full Clears auf beiden Seiten der Jungler. Midlane denkt sich weiterhin, yo, wir fighten einfach die ganze Zeit, wir hauen uns die Birne weg. Ja, ne? Ja, Botlane wird fleißig gepokt, das ist ein klassisches Trading im Early Game, wir werden es aber auch sehen, mit Level 2 hat Agile hier mehr Möglichkeiten, Luke natürlich auch mit Level 2 so einen kleinen Spike, was seine Spells machen, mehr Damage, beziehungsweise sind unangenehmer, und er kann mehr aus seiner Midi-Form heraus profitieren, das heißt, ja, grundsätzlich ist hier Potenzial für First Blood in der Midlane tatsächlich, Pete hätte den ersten Sweet Spot, zwei dann nicht,
Ja, wie du gesagt hast, oben wird wahrscheinlich einfach nur ein starker Sustain, sich gegenseitig outsustain. Die Action werden wir in Midlane und Botlane sehen, werden wir hier fleißige Pings auf dem Midlane hören und sehen dürfen. Engage Ja, will. von Runox auf Dibu. Man hat die Passive applied, man geht jetzt raus. Man hat ein bisschen Damage gemacht, aber ja, nichts weiter. Und jetzt ist Runox tatsächlich auf dem Weg Richtung Toplane. Sweet Spot Hits hier von Petey, die schmecken tatsächlich ganz gut. Ja, und Runox, der ist jetzt auf der Suche nach diesem Maokai und noch Agile. Bringt hier richtig gut Schaden an den Mann. Und jetzt findet Runox tatsächlich Dibu. Der dodgt einfach mit dem W eine Intervall vom W von der Sejuani und überlebt deswegen das Ganze. Ja, und Frezzon und Ayu, die haben jetzt einen schlechten Wave State und der Nautilus muss sich nur vor die Wave stellen und macht's gefährlich. Ja, letztendlich geht es dem Maokai ziemlich schlecht, der Botlane ziemlich gut. Das ist so ein bisschen der State of the Game. Midlane hat man schon gemerkt, das Potenzial für den Ahs hier, die Wave zu pushen gegenüber der Tristana, ist sogar schon fast größer aufgrund der Soldaten. Toplane spielt das Petey sehr gut, man hält dort den Vladimir relativ low. Und letztendlich muss man jetzt schauen, dass man ein bisschen die Prios bekommt, aber wir haben einen ziemlichen Map-Split jetzt, aufgrund dessen, dass sozusagen Sejuani den kompletten Topside-Jungle sich gerade gesnackt hat, hat den eigenen noch ab. Dementsprechend sollte eigentlich Maokai hier versuchen, wahrscheinlich Botside gleich sowas fast zu invaden, sobald alles respawnt. Dürfte auch gleich tatsächlich im Falle des Chroms tatsächlich sein. Und da muss die Botlane wirklich aufpassen, weil ein Map-Split hier könnte richtig unangenehm werden mit dem Nautilus und dem Maokai, die dort dann dementsprechend den CC auf eine Ashe oder eine Karma anbringen können. Oder, wie es auch gerade gepinkt wurde, auf der Midlane vorbeischauen können. Ja, Runox wurde auf der Topside gerade bei seinem Gank-Attempt vom Ghost-Poro tatsächlich gespottet. Und Petey soll jetzt hier weggesprengt werden. Reichweite reicht nicht von Gentleman Hero. Der hat wieder Ghost dabei. Kein Flash und damit keine Gefahr für Petey. Und er hat einfach den Summoner seines Gegners bekommen. Ja, Petey muss jetzt ein bisschen schauen, dass er sich da hochsustained bekommt. Aber wir sehen jetzt gerade schon die Rotation von Runox. Dementsprechend, man wird hier auf den Recall von Petey gleich dann den Gank anbringen wollen. Okay, beide faken einen Recall. Ich wurde einfach gebaitet. Tatsächlich, Alpha One kriegt die Wave hier. Ah, ja, die kriegen die Wave gefreest. Und sie treffen einen Hook auf Ayu und der ist in Gefahr. Der zieht Schild, das gibt ein bisschen Movespeed. Der kann nach vorne laufen, der musste flashen. Agile Midlane wird angegangen. Luke möchte den Kill securen. Schön rausgedasht, ein bisschen Damage zurückgetradet. Aber Agile in Gefahr. Shockblast macht auch nochmal ordentlich Damage. Und jetzt muss er hier raus Richtung T2 Turret, denn der Maokai lauert auch. Und damit, ja, weiter Schlagauftausch auf beiden Seiten. Und es wird fleißig gefarmt und getradet. Potenziell sogar gerade das auf dem Midlane passiert, was du eigentlich jetzt Midlane haben willst, wenn du sozusagen als Zweiter dann. Und jetzt kommt Runox und Runox will ran an den guten Luke, aber das wird reichweitentechnisch nicht reichen. Sapling liegt auch da. Sehr tiefer Engage-Versuch, man sollte da nicht weiter chasen. Ja, und beide Jungler unterstützen sehr fleißig ihre Laner. Runox, ja, sehr präsent auf der Map, bis jetzt sehr gute Arbeit gemacht und auf der Gegenseite auch Dibu war hier genau zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Was ich gerade sagen wollte, eigentlich ist das auf der Midlane gerade passiert, was du willst, außer dass halt der Recall gecancelt wurde. Wenn sozusagen dein Gegner zuerst TP'd und du weißt, dass du auf jeden Fall auch TP'en wirst, willst du eigentlich sozusagen noch einen Trade Force, damit sozusagen der Gegner potenziell. Agile wird angegangen. Agile hat aber seine Phalanx und Agile hat vielleicht die Möglichkeit, einen Kill zu securen. Luke nutzt aber den Speedbuff des Waffenwechsels und läuft einfach raus. Ich glaube, du darfst deinen Punkt heute nicht mehr zu Ende bringen. Ja, will ich auch gar nicht mehr. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Drake genommen auf der Seite von TOG. Das ist sehr, sehr angenehm. Es ist ein Hex-Drake, das heißt ein bisschen Healing, ein bisschen Chemtech. Tenacity. Sorry, Chemtech, meinte ich eigentlich auch. Dementsprechend dort gerade gegen Maokai und Nautilus willst du diese Tenacity haben auf der Seite von Karma. Freust du dich über die Shield-Power? Dementsprechend sehr angenehm. Petey hat weiterhin oben das Problem, dass er irgendwie sozusagen die Lane sustainen muss. Er geht auch für den Lethality-Item-Build. Das ist nicht irgendwie ein bisschen Bruiser-lastiger. Kann man machen, auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht es halt weiter darum, dass du sozusagen deine Map irgendwie enablest über die Midlane, weil wir haben schon gesehen, dass der Ass jetzt deutlich in der Lage ist, dort Prio aufzubauen. Und da findet man Runox und Luke macht einiges an Schaden, aber es reicht noch nicht, um den Kill hier zu securen. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein. Ein Frappy ist da auf einem Flag und er kriegt First Blood, er kriegt einen Root auf Agile. Agile muss über die Wand flashen. Zweiten Kill kriegt man nicht, aber jetzt ist auch noch Ayu in Gefahr. Der wird angezündet, der wird CC'd, der wird genockbackt, der wird geautotötet und der wird ausgelöscht. Zwei Kills für Frappy und damit Xayah live. Das meinte ich tatsächlich nicht mit dem Map enablen, wenn man es.
wenn man die Prio hat. Tatsächlich ist das jetzt ein ziemliches Desaster für die Botlane geworden. Auch natürlich Arcee, der kein TP hat, verliert ja einiges. Also ein sehr guter Play hier auf das, für All for One. Luke bekommt sogar noch eine Blade. Auch Toplane merkt man langsam, dass Gentleman Hero den besseren Sustain hat über PT. Der jetzt irgendwie schon muss, dass er nochmal ein bisschen an Farm rankommt. Aber erstmal bekommt er die Ultimate von Vladimir, das gute alte Himmelblack, ins Gesicht. Wird jetzt hier versuchen, einen Recall zu baiten, aber eigentlich will er nur die Wave farmen. Weil in dem Moment, wo er jetzt Base geht, verliert er einiges. Ja, und damit ist jetzt tatsächlich TOG in Rückenlage, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Gentleman Hero of the Top Lane wird von Runox angegangen. Aber man wird hier wahrscheinlich nicht mal die Passiv procken können, denn Face Rush ist hier einfach zu gut. Da kommt aber das Glacial Prison und jetzt will man hier den Killer zwingen auf Gentleman Hero, aber der läuft einfach zur Seite und läuft davon mit dem Ghost. Und jetzt tradet er sogar nochmal zurück in einer super gefährlichen Situation, aber er spielt das 1v2 super smart. Wie gesagt, solange Ghost läuft, hat er hier keine Gefahr angegangen zu werden. Es sind zwei Melees gegen den Vladimir. Da ist es schwer, von Erfolg gekrönte Gangs zu platzieren. Razor wird jetzt hier wahrscheinlich gleich oder soll gehookt werden, wobei der Hook wird wahrscheinlich eher auf Ayusai gehen. Razor kriegt den Hook, da kommt der Auto-Hit, Cleanse sofort drin von Razor und jetzt kann man vielleicht sogar nochmal zurücktraden. Petey auf der Top-Lane wird im selben Moment gegankt, der stirbt auf jeden Fall. Ein Kill auf der Bot-Lane für TOG, endlich mal ein kleines Aufwachen hier und jetzt geht's ran. Balance, um Luke hier in den Tower zu pushen. Das passt nicht. Kills auf allen Lanes. Ordentliche Action und ein kleines Blutbad. Was ein Midgame. Tatsächlich ein sehr gutes Zeichen, dass hier TOG in der Lage war, diesen Fight zu gewinnen, während die Kaiser tatsächlich deutlich stärker ist, die Xayah. Problem war nur in dem Fall tatsächlich, weshalb man es eigentlich negieren muss, dass die Xayah nicht den Reset von ihrem Double Kill bisher bekommen hat. Die sitzt gerade auf entspannten 2400 Gold. Dementsprechend dort natürlich nicht unbedingt die Lage, diesen Lead bis auszuspielen. Aber trotzdem sehr, sehr wichtig hier für TOG, dass man auf der Botlane diesen Kill bekommt. Der Rest der Map sieht noch ausbaufähig, sage ich mal, was die Situation aus angeht. Außer die Midlane. Die Midlane sieht eigentlich ganz gut aus. Agile hier mit vielen Möglichkeiten, den Jace potenziell in den Tower zu knocken. Diesmal hat es leider nicht funktioniert. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder, es hat ja schon ein, zweimal geklappt. Ansonsten will Arcee hier auch eigentlich schauen, dass er möglichst einfach auf seinen Leandries kommt, damit er sozusagen über diese Sandsoldaten möglichst viel Dot anbringen kann. Also deine Positivität gefällt mir heute sehr. Ausbaufähig ist auch eine wunderbare Formulierung für, es sieht wirklich gar nicht mal so gut aus und es könnte auch wirklich gefährlich werden. Oh, aber Toplane wird's jetzt gefährlich für Gentleman Hero. Pool ist raus, man geht hier hinterher. Petey kriegt den Kill nicht und jetzt kommt der Toplane-TP von Luke und der secured sich den Kill. Gute Absprache, schöner TP, bisschen overaggressive und All for One Gaming belohnt sich selbst mit geistesgegenwärtig einem Kill. Petey wird tatsächlich nicht dafür belohnt, dass er häufig diese Trades eigentlich echt gut spielt. Das ist ein bisschen schade für ihn an der Stelle. Aber und jetzt soll es Agile an den Kragen gehen. Maokai Ult, um da reinzukommen. Runox ist im Jungle, aber da blockt sogar die Ulti für seinen Midlaner. Und jetzt möchte man irgendwas an Damage machen. Luke ist gestunt, aber es ist zu viel Damage da gewesen. Agile in Gefahr, Agile soll es an den Kragen gehen. Und Dibu und Luke werden den Kill secure, auch den kriegen sie. TOG zerbricht bei 10 Minuten in ihre Einzelteile, auch wenn der Crystal Arrow sehr, sehr gut geschossen war. Ich weiß nicht, ob die Ulti von Agile da noch auf Cooldown war, aber eigentlich wäre das ein optimales Szenario gewesen, wenn dort Agile seine Phalanx benutzt, um basically den Weg abzuschneiden, weil danach kann Arcee freehitten oder man disengage das Ganze, was beides okay gewesen wäre, weil man eben deutlich behind ist mit Jungle Duo. Vielleicht jetzt PT im Trade auf der Top-Lane, aber Gentleman Hero ist 2 Level ahead. 2 Level ahead, 40 Farm und ja, nur 2 Assists und Edger kriegt in der Midlane wieder nicht den Kill. Tower Akku kommt auch nicht schnell genug durch, es kommt kein Schuss mehr raus, wieder kein Kill. TOG, auch einfach kein Glück in dieser Situation. Tatsächlich ein bisschen der Fall. Aber muss auch sagen, also letztendlich, euer For One spielt das schon sehr, sehr gut. Also man merkt, warum das dieses Team Tabellenführer ist. Die Botlane tatsächlich ein bisschen scrappy, sag ich mal, was man über das Ganze spielt. Aber auch dort muss man sagen, Er ist in Gefahr, der wird jetzt hier von Maokai angeholtet. Ayu wird hier definitiv sterben, aber stirbt Fraser auch. Ayu ist ausgelöscht. Ja, und gerade sagst du, Botlane ein bisschen sloppy, zack, Kill für die Gentleman Hero. Schnappt sich dieses Mal einfach diesen World Eater Aatrox.
und macht aus ihm Hackfleisch. War es nicht der World Ender? World Ender, World Eater, alles das Gleiche. Das sehen wir übrigens zwischen Runox und Debo einen kleinen Schlagabtausch. Runox musste aber raus, weil seine Botlane lebt nicht mehr. Und eben die von All for One Gaming, die ist zugegen. Die Botlane lebt noch. Sie lebt noch. Ja, der mentale Verfall setzt halt doch auch an so einem Sonntagabend mal ganz schnell ein. Wir sind in einer Situation für TUG, in der wir nicht sein wollen. Das ist 7k Gold-Defizit bei 13 Minuten. Das könnte aber ein guter Trade sein. Halt ja, der Trade ist nicht schlecht angefangen, aber kann man ihn auch zu Ende bringen? Frappy wird gearrowed, verkauft von seinem Supporter, aber es reicht trotzdem. Und die Federn werden eingezogen. Und jetzt will Ayu hier den Kill auf Frappy securen, aber das wird nichts. Und Luke und Dibu sind da und räumen auf. Das beschreibt das Game tatsächlich gerade ein bisschen. Es ist ein bisschen unlucky gelaufen. Nein, war nicht unlucky gelaufen. Einfach sehr gut kommuniziert von All for One Gaming. Die haben einfach jedes Mal die Rotation auf dem Schirm, wissen, was passiert. Und TOG nimmt Flips, die sie hier nehmen müssen, aufgrund des Defizits, aber werden immer wieder von diesen Rotations bestraft. Und gerade Luke ist unglaublich gut auf der Map unterwegs, sehr aktiv, macht ordentlich Arbeit. Ja, und solange der Toplaner sich oben auch nicht lösen kann, wird das hier auch nicht besser für TOG. Und ich weiß tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wie TOG vorhat, hier zurückzukommen. Es ist nicht aller Tage Abend, Luke wird in den Tower genockt, aber der hat auch nur ein Slither of Health, aber das reicht schon alles nicht mehr an Damage. Und jetzt muss man es vielleicht einfach smart machen, bisschen scalen, versuchen ein, zwei Items zu bekommen, weil die hat man auf Seiten von TOG noch überhaupt nicht. Und dann kann man vielleicht im Mid-to-Late-Game, wenn man es erreicht, nochmal eine Schnitte haben. Aber du siehst es, PT wird einfach unterm eigenen Tower getötet und auch nur ein Tower-Hit zu bekommen, während Yanako hier im Drake-Pit gefangen ist, gegen zwei. Und ja, der versteckt sich einfach im Busch. Kill geht an Frazer und jetzt kommt die Luke-Show. Schau dir den Schaden an. Er kriegt einen, er kriegt zwei. Kriegt er den dritten, denn auch Agile ist low gedroppt. Frazer dachte sich so, ich versuche jetzt diesen Kill auf diesem Nautilus bekommen. Nice, ich habe den Kill bekommen. Ich flashe jetzt aus dem Pit raus. Ja gut, da bin ich leider in den Schockblast gelandet. Das ist ein bisschen unlucky. Ja, und der nächste Dive hier. Oh mein Gott, der Schaden von Gentleman Hero. Oh. Und wenn man ihn nicht diven kann, dann macht man den Tower einfach ganz entspannt währenddessen noch. Ja, und da zeigt All for One all ihre Klasse. Ja. Der nächste Kill, Draktar, und der Enchanted Crystal Arrow fliegt einfach durch dich durch. Und jetzt ist Luke in Gefahr, sollte man denken. Aber kann er vielleicht nochmal einen Engage finden? Aber nein, auch Luke wird hier sterben. Endlich was für TOG, ein bisschen Geld in PT. Tatsächlich ein schöner Shutdown hier, aber man merkt es schon, also das ist ein ganz anderes Spiel als das letzte. Wir sind man spricht hier jetzt gerade von einem 9000 Gold Disadvantage, fast eher 10.000. Dementsprechend. Ja, und PT wird einfach angeultet und soll jetzt hier einfach weggegessen werden. Ey, das ist die Toplane, hat der Support Tank zu suchen. Hallo. Ich glaube, das ist egal, ob der Support da ist. Der wollte ihn unbedingt den Assist haben. Den hat er sich secured. Gentleman Hero ist das Monster. Und das sollte er eigentlich erst bei 20, 25 Minuten werden. Aber er ist jetzt schon so stark auf der Map, dass es wahrscheinlich keine Antwortmöglichkeit mehr im Katalog von TOG's Comp geben kann, um diesen Vladimir nochmal zu stoppen. Auf gar keinen Fall. Also, das Ganze ist hier sehr, sehr suboptimal gelaufen im Early Game, da hat man doch einen Engage-Versuch hier von Agile, der findet wieder jemanden, aber alles nicht von Erfolg gekrönt, da ist zu viel Schaden, zu viel alles und keine Möglichkeit zu fighten. TOG flippt hier die Burger, wie sie nur können, denn eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Sie müssten versuchen, irgendwie irgendeinen Shutdown zu kriegen, aber guck dir das an, PT TP'd rein, PT wird angesprintet, PT wird ausgelöscht und jetzt kann man sogar ein Kill secure und den kriegt auch noch der Tank von TOG. Auch das läuft als Desaster. Ich will mal kurz anmerken, das wäre ein Solo-Kill gewesen. Tatsächlich war der Damage von Sejuani nicht relevant für den Kill. Tatsächlich wäre das ein Solo-Kill von Petey gewesen. Also dort ein Wärmes getroffen. Dass man tatsächlich dort den Kill hätte bekommen können. Enchanted Crystal Arrow hier auf Debo, aber der ist schon recht tanky. Radiant Virtue im Gepäck, Runox pleit allen CC, den er kann. Und jetzt kommt von der Seite hier auch noch Luke. Schau dir das an, zwei Leute fast komplett ausgelöscht. Einfach nur mit so ein paar eingezogenen Federn plus einen Shockblast. Ja, und sniped von Luke. Ja, und damit sieht's sehr, sehr finster für TOG Evolution aus.
hier noch das 1:1 zu holen. Was gäbe es für Möglichkeiten? Seele, Scalen, Item Power Spikes, aber das Elder sieht Power nicht Spike. Aus, als könnte man den so bald erreichen. Ja. Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass die Sejuani mit ihrer Passive Assassin. Oh, Gentleman Hero ist da! Gentleman Hero geht tief! Gentleman Hero zieht Ulti und Gentleman Hero kriegt einen. Die Kills werden eingepackt von Luke und von Frappy. Und damit endet dieses Game. Wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Minuten. Frappy soll angegangen, wird angeflasht, zurückgepullt. Petey kriegt noch einen und den nimmt man mit und da freut man sich. Kein Perfect Game auch für Frappy. Ja, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn TOG hat keine Möglichkeit mehr, sich aus der eigenen Basis zu kämpfen. 18 Minuten, 2 Inhibs down, 13.000 Golddefizit. Mund abputzen, ja, weitermachen. Es ist tatsächlich ein kleines Blutbad, das, was ich, was wünschenswert gewesen wäre auf der Seite von TOG fürs S-Game. Aber letztendlich muss man hier auch wirklich hervorheben, es ist sehr gut gespielt von All for One. Schöner Flash da von Frappy auf die Phalanx von Agile. Der dort, wenn das Ganze funktioniert, tatsächlich einen richtig guten Engage gefunden hätte. Das wäre auch wahrscheinlich in dem einen oder anderen Kill hätte enden können, wenn man sozusagen die Xayah hier früh bekommt. So war es, hat schön gespielt oder schön reagiert von All for One. Leider dementsprechend nicht der gewünschte Erfolg in dem Play, so wie es halt tatsächlich einfach in der Serie, in dem Game allgemein gut zusammenzufassen ist, dass dort gute Ansätze eigentlich waren. Ja, natürlich mittlerweile, wie du es auch gesagt hast, versuchen einfach irgendwie an die Shutdowns zu kommen. Einfach versuchen, weil das bestmögliche Gold ist, was man haben kann. Egal, was man sozusagen dafür verliert. Enderman ja. Hero sucht hier immer wieder den Gadgets, guckt den Ulti-Damage an, der schmeckt schon ganz ordentlich. Auch die Ulti von Sejuani hittet hier nicht mehr, hätte hier auch nichts zu beigetragen. Nichtsdestotrotz ist es hier, der verlorene Posten von TOG, dieses Spiel noch zu spielen. Der dritte Inhib wird jetzt bearbeitet. Nicht mal Objective Bounties kann man hier einsammeln auf Seiten von TOG. Und wenn der dritte Inhib fällt und hier die doppelt empowered Minions reinkommen, kann man die clearen, kann auch mal ein bisschen was versuchen, aber am Ende des Tages sieht es nicht so aus, als könnte TOG hier nochmal eine Schnitte haben. Vielleicht zieht man nochmal den Trigger, vielleicht versucht man hier nochmal irgendwas zu tun, aber ja, aber das ist eine Shockblast-Kombo auf einen Aatrox. Flash-Ulti. Und da wird einfach Nexus Tower gedived, beziehungsweise doch Nexus Tower gedived. Der fällt währenddessen noch ganz entspannt mit weg. Wir haben die Item Power Spikes auf Seiten von All for One Gaming auch gehittet. Schöner Hook hier auf Petey. Der wird einfach aus dem Leben gepüstericht. Ja, und damit Gentleman Hero tief mit Ulti auf 2. Ja, das reicht tatsächlich nicht für die Kills, aber es reicht, um die Leute hier wegzukriegen. Leute einfach in den Base Tower hitten? Ja, also man kann hier gar nichts mehr hitten, denn schade. Der Schaden von Gentleman Hero ist exorbitant hoch. Der Nexus fällt, Runox ist schon raus. Ja, und damit All for One Gaming mit dem 2:0. Ich glaube, viel mehr müssen wir uns hier gar nicht anschauen, denn der Nexus wird fallen, er fällt. Und damit 2:0 für All for One Gaming. Das zweite Game war wie ein Game zwischen dem ersten und dem Tabellenvorletzten aussehen kann. Zwei, drei unglückliche Situationen haben hier für einen extremen Snowball gesorgt. Und ja, TOG wurde prompt durchbestraft. Und haben eine Lehrstunde eben, wie man seinen Lead zum Ende bringt von All for One Game bekommen. Anders würde ich dieses zweite Game hier nicht umschreiben wollen. Ja, man hat versucht, Stand zu halten. Man hat versucht, die Bounties einzusammeln. Es hat nicht gereicht. Aber ich glaube, aus dem ersten Game kann man sehr viel Positives mitnehmen in Blick auf die Relegations. Definitiv. Also es waren, gerade das erste Game waren sehr, sehr gute Ansätze. Ein schönes Early Game. Ich glaube, dass man so an ein paar Rädern noch justieren muss. Aber wie gesagt, das ist das Team, mit dem du dich nicht in den Relegations messen musst. All for One ist ein Contender, was tatsächlich in der Lage sein könnte, die Kollegen namentlich genannt, Kid und Direct Rising, wirklich zu gefährden, was den Div 2 Spot angeht. An der Stelle auch schon mal gesagt, viel Erfolg, was das auf dem Weg dorthin. Ich bin mir relativ sicher, dass All for One eines der beiden Teams ist, was sozusagen in Div 2, 3 Playoffs sein wird. Und ja, letztendlich geht es jetzt darum, in den Div 3, 4 Playoffs von Evo dann dementsprechend einfach das zu machen, was man am besten kann. Man hat gesehen, was das Team kann. Und du hast jetzt, ich glaube, 2 Wochen, oder?
Es dürfen jetzt 2 Wochen bis in den Playoffs sein. Sechster und siebter oder so, also fünfter und sechster. Ja, fünfter, sechster, true. Du hast jetzt 2 Wochen Zeit, um wirklich dich daran zu setzen, dich auf diese Stärken zu konzentrieren, einen Spielstil zu finden auf dem aktuellen Patch, beziehungsweise dann kommt schon der nächste Patch. Ist ein Micro-Patch, das wurde schon angekündigt, von daher die Changes dürfen nicht zu groß sein. Aber ja, also da ist jetzt wirklich die, da bin ich relativ optimistisch gestimmt, dass das Ganze zu den Div 3, 4 Relegations dann letztendlich dann noch funktionieren kann. Ich glaube, mit Blick auf die Relegations können wir hier relativ positiv in die Zukunft gucken. Es ist nicht aller Tage Abend. Du hast im ersten Game sehr gut gegen den Tabellenersten mitgehalten. Wie gesagt, die spielen um den Aufstieg mit und die sind hier klarer Contender. Das heißt, man hat sehr viel Positives vor der Brust. Man hat sich gut präsentiert gehabt. Zweite Game war halt, wie es war. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns tatsächlich in einen wohlverdienten Sonntagabend, Feierabend, wünschen All for One Gaming alles Beste für die Promotion Series. Wir wünschen natürlich auch die TUG Evolution alles Gute für die Relegations, weil der Abstieg, der wäre nicht verdient. Jungs, ihr schafft das schon. An der Stelle von mir verabschiede ich mich auf jeden Fall. Vielen Dank, Matze, an dich, dass du heute an meiner Seite warst. Wir werden die Relegations bestimmt irgendwie covern. Wie genau, werdet ihr auf jeden Fall auf Social Media erfahren. Also folgt /TUGFoxes auf allen Social Media Plattformen. Ja, und dann war es das an der Stelle von mir. Matze, die letzten Worte gebühren dir und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, ich bin froh, tatsächlich das Game mit dir casten zu können. Ist immer eine große Ehre, mit dir zu casten. Dementsprechend freue ich mich auf das nächste Mal, wann auch immer es sein wird. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich wünsche Evo das Allerbeste oder alles Erdenkliche, was die Relegations angeht. Ich bin optimistisch. Good luck wirklich an All for One, falls jemand das hören sollte, was die Playoffs angeht. Vielleicht spielt ihr dann sozusagen im Spring Split dann gegen unser Main Team. Wäre tatsächlich erdenklich. Und ich wünsche euch noch allen einen schönen Sonntag. Die Ulmer, die zuhören, einen schönen Schwarmontagmorgen. Und euch einen schönen Abend. Get your own.